Ich begrüße euch sehr herzlich zu diesem Friedensratschlag. Mein Name ist Willy van Ooyen und ich bin einer der Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag, in dessen Namen ich euch zum 29. Friedensratschlag unter dem Motto »Unterwegs zu einer neuen Weltordnung, Weltkrieg oder sozialökologische Wende zum Frieden« am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag, diesmal nicht in der Universität, sondern hier im Philipp-Scheidemann-Haus, herzlich begrüße. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause erwarten wir wieder mehr als 300 Aktive der Friedensbewegung beim diesjährigen Friedensratschlag in Präsenz hier im Philipp-Scheidemann-Haus. Ich will eine kurze Bemerkung zur Örtlichkeit machen. Die Haltestelle der Straßenbahn ist nach Halid Yozgat benannt. Halid Yozgat wurde hier in unmittelbarer Nähe in seinem Internetshop am 6. April 2006 ermordet. Er war das letzte Todesopfer der NSU-Mordserie, die in den Jahren 2000 bis 2006 in deutschen Städten mordeten. Die Aufklärung der NSU-Verbrechen und der weiteren Morde gerade hier in Nordhessen steht immer noch aus. Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, wir wollen in diesen Tagen uns mit der globalen Umbruchssituation und dem Entstehen einer neuen Weltordnung beschäftigen. Auch die aktuellen Kontroversen zum Ukraine-Krieg sowie die Zusammenarbeit von Umwelt- und Friedensbewegung werden dabei debattiert. Wir werden uns informieren über realistische Ansätze für Verhandlungslösungen im Ukraine-Krieg und die Chancen für eine neue globale Friedensordnung. Zum Abschluss morgen wollen wir uns über den Zusammenhang von Friedensbewegung und den Sozialprotesten, aber auch mit den Kooperationsmöglichkeiten der Friedensbewegung, mit den unterschiedlichen Bewegungen zur Umwelt, Klima, Soziales, Kapitalismus, Militär und Krieg verständigen. Bei der Vorbereitung dieses Ratschlages haben wir gemerkt, dass einige, die immer dabei waren und mit ihren Ideen und Erfahrungen zum Gelingen der Ratschlagsbewegung beigetragen haben, heute fehlen. Ich will an unseren Freund Willy Hofmeister erinnern, der am 3. August 2021 starb. Er war ein Denkmal der Ostermarschbewegung in unserem Land und prägte Generationen von Friedensaktivistinnen. Auch an Uta Hinkeldein, die am 4. Juli dieses Jahres verstarb, will ich erinnern. Ute war seit unserer Vorläuferseminare in Thüringen immer eine Stütze und die Koordinatorin der Thüringer Friedensbewegung. Und natürlich an Horst Trapp, der am 20. Juli starb. Horst war über Jahrzehnte der kreative Geist der Friedensbewegung. Er war der Inspirator des Krefelder Appells in den 1980er Jahren. Er gab den Anstoß und die Konzepte für viele neue Ansätze in der Friedensarbeit, auch für den Friedensratschlag. Er war auch mein persönlicher, brüderlicher Freund. Ich bitte euch, euch für diese und die anderen Freundinnen und Freunde, die jetzt nicht mehr hier unter uns mitwirken können, zu erheben und still zu gedenken. Vielen Dank. Bevor ich das Wort an Jutta Kausch, die die Moderation der ersten Plenarrunde hier übernehmen wird, übergebe, lasst mich noch auf das Fehlen unserer Freundin und Co-Sprecherin Anne Rieger eingehen, die gerne wieder bei diesem Friedensratschlag dabei gewesen wäre. Aber sie schreibt, umso mehr schmerzt es mich, dass ich nicht dabei sein kann, denn zeitgleich findet hier in der Grazer auf der Grazer Ebene eine wichtige Enquete aktive Neutralitäts- und Friedenspolitik statt, an der teilzunehmen mich unsere Bürgermeisterin gebeten hat. Sie wünscht uns aus Graz einen tollen Ratschlag. Aber ich muss auch einige entschuldigen, die zum Gelingen des Ratschlages beitragen wollten. So muss ich leider Jürgen Wagner abmelden, der sich um seine schwerkranke Mutter kümmern muss.
Auch ein Urgestein des Friedensratschlages wird fehlen. Professor Werner Ruf wird wegen seiner schweren Erkrankung nicht bei uns sein. Wir werden ihm und natürlich allen anderen, die als uns krank gemeldet wurden, unsere Genesungswünsche übermitteln. Dazu gehört auch, dass Norman Pech mit einer Bronchitis da niederliegt und Fieber hat und um Entschuldigung bittet, dass er nicht hier bei uns ist. Das Gleiche gilt auch für Frank Deppe, der heute Morgen mit Fieber sich abgemeldet hat. Wir versuchen aber, diese Beiträge im Grunde genommen hier in diesem Raum nochmal zu organisieren. Und es wird auch der Kollege Wernicke, der ebenfalls sich krank gemeldet hat, beispielsweise von Lühr Henken vertreten, sodass also wir die inhaltlichen Positionen nicht beiseite geschoben haben, sondern den Versuch machen, mit all diesen Positionen, die auch vorbereitet waren für heute und morgen, dann auch dieses Forum und diesen Ratschlag zu organisieren. Ich darf nun Jutta bitten, die Leitung des ersten Plenums zu übernehmen und wünsche uns einen gelungenen, großartigen, wirksamen Friedensratschlag. Vielen Dank. Ah, wunderbar. Ich heiße übrigens nicht Couch, falls das da jemand sind. Ich liege auch nicht auf Selbiger, obwohl ich da eigentlich hingehöre, weil auch ich ein wenig noch nicht genesen bin. Also Couch heiße ich, Jutta Couch. Ich freue mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Ich habe hier Christine. Ja, richtig. Ja. Ich freue mich sehr, die Auftaktrunde zum diesjährigen Ratschlag moderieren zu dürfen. Globale Umbruchssituation und neue Weltordnung haben wir sie genannt. Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur ein lokaler Konflikt, der zwischen zwei Nachbarn ausgefochten wird, sondern quasi ein Brennglas der globalen Situation. Er ist ein Kampf zwischen dem Festhalten an der von den USA dominierten unipolaren Welt und dem Aufbruch zu einer multipolaren Welt. Vieles deutet auf einen Umbruch hin. Das Projekt der Neuen Seidenstraße, die BRICS-Staaten, die Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit stellen Formate und Zusammenschlüsse dar, die zugleich das Potenzial für die Herausbildung einer neuen multipolaren Weltordnung bilden. Die Referentinnen und Referenten dieser Podiumsdiskussion zeigen die Ursachen des Ukraine-Krieges auf und welche Interessen dahinter stehen und wie sich Ihrer Meinung nach die Weltordnung neu justiert. Ich möchte euch jetzt erstmal alle der Reihe nach vorstellen, die in der Reihenfolge auch ihres Auftretens. Ursprünglich war es ja so gedacht, dass wir vier DiskutantInnen haben zum Thema globale Umbruchssituation und neue Weltordnung. Und dann sollte es eine Podiumsdiskussion dieser vier DiskutantInnen geben. Danach sollte Jürgen Wagner einen Vortrag halten und danach Joachim Wernicke. Wir haben uns jetzt entschieden, da Jürgen Wagner leider nicht da ist und auch sein Vortrag nicht da ist, dass wir den Text von Jürgen Wernicke angereichert, Joachim Wernicke, völlig durcheinander hier, also Joachim Wernicke, Professor Dr. Joachim Wernicke, dass der von Lühr Henken vorgetragen wird und ein wenig angereichert wird und dass wir den sozusagen als fünften Podiumsdiskutant dann mit einbauen in die Podiumsrunde. Jetzt aber zu unseren Diskutanten. Fangen wir an mit Jörg Kronauer. Jörg Kronauer ist Soziologe, freier Journalist und Autor. Er lebt in London, schreibt unter anderem für die Junge Welt und ist Redakteur des Nachrichtenportals GermanForeignPolicy.com. Zu seinen Themenschwerpunkten zählt die westliche Konfrontationspolitik gegen Russland und China mit dem Fokus auf die deutsche Außenpolitik. Zuletzt hat er drei Bücher geschrieben: Der Aufmarsch, Vorgeschichte zum Krieg, Russland, China und der Westen und Der Rivale, Chinas Aufstieg zur Weltmacht und die Gegenwehr des Westens. Daneben ist Dr. Christine Bernhold,
Sie ist Wirtschaftsgeografin, ich wusste bis heute gar nicht, was das ist, und forscht an der Uni Hamburg zu ungleicher Entwicklung und globalen Wertschöpfungsketten. Darüber hinaus aber beschäftigt sie sich auch in verschiedenen Lehrveranstaltungen an der Uni mit Imperialismus und neuen Kriegen um die hegemoniale Weltordnung. Politisch ist sie in Hamburg seit Jahren in der Friedensbewegung aktiv und dort vor allem im Bündnis Bildung ohne Bundeswehr. Dann kommt Peter Wahl. Er ist Autor und Publizist, studierte Gesellschaftswissenschaften und Romanistik. Er hat die NGO WEED oder heißt das WEED gegründet, Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung. Und er hat auch ATTAC Deutschland mitgegründet und arbeitet vorrangig zu den Themen internationale Beziehungen, Geopolitik, Weltunordnung und Globalisierung. Und er hat mehrere allgemein verständliche Bücher für so Deppen wie mich geschrieben, die sonst nichts von Geld verstehen, aber sich dadurch dann kritisch mit dem Finanzsystem auseinandersetzen können. Er verfasste mehrere Beiträge zum Ukraine-Krieg, unter anderem auch ein ausführliches Hintergrundpapier für die ATTAC AG Globalisierung und Krieg. Professor Karin Kulu ist eigentlich Arabistin und Islamwissenschaftlerin und Historikerin. Aber sie hat sich jetzt auch den asiatischen Staaten zugewandt und hat im letzten ISW München geschrieben über die geopolitische Konfrontation zwischen China und dem Bündnis des Westens. Also alles sehr kompetente Menschen für unser erstes Thema. Jetzt kommt noch Lü Henken hinzu, eigentlich wie gesagt Joachim Wernicke. Ich weiß nicht, wie vielen von Ihnen ist er vielleicht bekannt. Ich möchte kurz was zu seiner Person sagen. Er war Physiker und als habilitierter Professor in der Luftfahrt und Nachrichtentechnik in Berlin tätig. Er war ein Militärtechniker in der deutschen Industriefirma und im Bereich Flugabwehr und leichte Aufklärungsdrohnen. Also er kennt sich kaum wie ein anderer mit den neuen Waffenplänen der USA aus und wollte uns eigentlich über Dark Eagle berichten. Das wird jetzt also, wie gesagt, Lü übernehmen, der sich sehr intensiv mit Herrn Wernicke ausgetauscht hat und da in einem guten Dialog ist. Vielen Dank, dass du da so kurzfristig einspringst, lieber Lü. So, jetzt habe ich aber genug. Genug geredet. Wir haben uns das jetzt so gedacht, ich stelle jetzt jedem der hier Anwesenden eine Eingangsfrage und die werden Sie dann am besten da leider am Rednerpult, wenn euch das möglich ist, beantworten, weil das für die Übertragung besser ist, also die Aufzeichnung, glaube ich, jedenfalls. Richtig, ja. Also bitte diesen ersten Teil, der wird dann von den RednerInnen da am Rednerpult stattfinden. Danach gibt es hoffentlich eine rege Diskussion untereinander hier am Tisch. Mit dir wollte ich anfangen, Jörg. Schön, dass du aus London zu uns gekommen bist und wir dich endlich mal wieder live erleben dürfen. Du beschreibst in deinem letzten Buch, das im April diesen Jahres erschien, wie sich der Machtkampf des Westens mit Russland und China entwickelt hat und auch weiterentwickelt. Es geht um die Kräfteverhältnisse in der Welt, um die Weltordnung sozusagen. Du benennst die tieferen Ursachen und die Mitverantwortung der NATO für den Ukraine-Krieg, der den Ausdruck dieses Machtkampfes ist. Ein anderer ist von dir die immer konfrontativere Politik gegen China, den Rivalen. Du zeigst die Interessenlagen der verschiedenen Konfliktparteien auf und versuchst eine differenzierte Analyse. Kannst du uns jetzt hier und heute in knappen 15 Minuten kurz darlegen, welche Interessen die verschiedenen Seiten verfolgen und wie du die weitere Entwicklung siehst? Erleben wir tatsächlich gerade eine Zeitenwende? Du hast das Wort. Danke. Dann. Ja, das funktioniert so, ja, ne? Das rauscht ein bisschen. Näher ran? Wie aus einer anderen Welt. das ist dieses Rauschen. Und wenn ich weiter weggehe, funktioniert das, ja? Okay, dann bleibe ich einfach ein bisschen weiter von dem
Ding weg, das macht nichts, das ist ja. Ah ja, okay, wir probieren es einfach so. Ja, das sind viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Wenn man sich die großen Konflikte zwischen dem Westen und Russland auf der einen Seite und zwischen dem Westen und China auf der anderen Seite anschaut, dann muss man sagen, eigentlich ist der zentrale gar nicht der Konflikt mit Russland, sondern der Konflikt mit China. Das kann man ganz eindeutig sehen, wenn man sich im außenpolitischen Establishment in den Vereinigten Staaten umschaut. In den USA gibt es heute eigentlich keinen ernstzunehmenden Außenpolitiker, keine Außenpolitikerin mehr, die ins Zentrum der US-Außenpolitik nicht den Machtkampf gegen China stellt. Das ist da wirklich unumstritten. Das heißt, das ist die Nummer eins die von den Auseinandersetzungen, die gerade anstehen. Der Grund ist ganz einfach. China ist in den vergangenen Jahren so stark geworden, dass es tatsächlich mit den USA auf Augenhöhe kommen wird von seinen Machtpotenzialen her. Zum einen vom ökonomischen Machtpotenzial her. Seine Wirtschaftsleistung wird bald so groß sein wie die der USA, auch in absoluten Werten. China ist technologisch mehr oder weniger durch die Decke. Huawei, 5G, das sind nur zwei Stichworte, die zeigen, China ist inzwischen bei der Spitzentechnologie dabei. China wird politisch stärker. Die vergangenen Tage großes Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten am Persischen Golf, wo die arabischen Staaten, die Staaten der arabischen Halbinsel sagen, die Zusammenarbeit mit China ist für uns genauso wichtig wie die mit den USA. Vor kurzem noch unvorstellbar, dass die Länder, die so eng an den USA gehangen haben, jetzt gleichzeitig mit einer anderen Macht enge Beziehungen unterhalten. Und auch militärisch ist China inzwischen durch die Decke. US-Militärs gehen nicht mehr davon aus, dass sie einen Krieg gegen China klar gewinnen können. Wenn überhaupt, dann nur mit Hängen und Würgen. Das heißt also, China ist schon heute so stark, dass aus Sicht der USA da machtpolitisch einfach eine klare Linie gezogen werden muss. Die Vereinigten Staaten tun alles, was sie tun können, um den weiteren Aufstieg Chinas zu verhindern. Und das tun sie auch auf allen Ebenen. Die erste und wichtigste, im Moment wichtigste Ebene ist die des Wirtschaftskrieges. Mit ihrem Wirtschaftskrieg versuchen die Vereinigten Staaten vor allem der chinesischen Technologieentwicklung die Spitze abzubrechen, also die vor allem bei der Halbleiterentwicklung zurückzuschlagen, sodass sie einen mehrjährigen Abstand auf die technologische Weltspitze haben und in der heutigen Zeit einen mehrjähriger Abstand, das ist wirklich nur noch dritte Liga, so ungefähr. Also das ist das Ziel des US-Wirtschaftskrieges. Parallel sehen wir eine beispiellose politische Kampagne gegen China auf allen Ebenen. Hier im eigenen Land, denke ich, kriegen wir das wirklich genug mit. Und gleichzeitig ist es so, dass die Vereinigten Staaten massiv gegen China rüsten. Die Aufrüstung konnte man in den vergangenen Tagen sehen, als die USA ihr Militärbündnis mit den Philippinen wieder ausgebaut haben, als sie in dieser Woche angekündigt haben, sie werden in Australien ihre Militärpräsenz stärken. Das geht mit hohem Tempo voran. Und übrigens auch die Bundeswehr mischt dabei mit. Die Bundeswehr hat ja im vergangenen Jahr eine Fregatte runterentsandt. Sie hat in diesem Jahr eine Luftwaffeneinheit runterentsandt, nach Australien zu manövern. Und auch das wird noch weitergehen. Das heißt also, das ist praktisch die Antwort der Vereinigten Staaten darauf, dass ihr Interesse, die dominante Weltmacht zu bleiben, und das ist das zentrale Interesse da tatsächlich, dass das gestört wird durch den Aufstieg Chinas. Was die Vereinigten Staaten dabei machen, ich habe gerade die Bundeswehr angesprochen, völlig klar, ne? Wenn man einen Rivalen niederringen will, dann sammelt man die eigenen Verbündeten erstmal ein, die einem dabei unterstützen sollen. Das ist völlig klar und genau das erleben wir hier gerade. Zu den Verbündeten der Vereinigten Staaten gehören ganz wichtig natürlich Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland. Das sind die asiatisch-pazifischen Verbündeten, aber auch hier ne, die europäischen Staaten, die NATO-Staaten halt. Das ist völlig klar, dass die USA die auf ihrer Seite haben wollen und sie wollen natürlich auch Deutschland auf ihrer Seite haben. Da fängt es mit den Bruchlinien ein bisschen an, denn die deutsche Position ist nicht ganz so einfach wie diejenige der Vereinigten Staaten von ihren Interessen her in dem Konflikt mit China. Auf der einen Seite ist es natürlich klar, dass auch die deutschen Eliten, die Herrschenden hier in Deutschland, dass die kein Interesse daran haben, dass eine andere Macht, nämlich China, zu einer Weltmacht aufsteigt und dass der Westen nun seine globale Macht teilen muss. Da haben auch die hiesigen Eliten kein Interesse dran. Das ist so der eine Punkt. Und ein zweiter Punkt ist, dass natürlich die USA drängeln. Und die USA sind ja jetzt für die deutschen Eliten, auch für die deutsche Wirtschaft nicht irgendwer. Die deutsche Wirtschaft ist immer noch mehrheitlich US-orientiert. Ne? Also viermal so viele Investitionen sind in den USA wie in China, immer noch ungefähr.
Das heißt also, das US-Geschäft, wenn man das verliert, dann ist man echt am Ende hier. Das ist die Perspektive der deutschen Wirtschaft. Von daher ist es auch für die deutsche Wirtschaft wichtig, die Bindungen zu den USA nicht irgendwie schwächen zu lassen, nicht schleifen zu lassen. Es ist für die deutschen Eliten auch politisch wichtig, denn wir wissen ja, die EU-Armee, so ablehnenswert dieses Projekt ist, aber so wirklich weit vorangekommen ist es noch nicht. Das müssen wir einfach feststellen. Und die Bundeswehr ist keine Armee, die in der Weltpolitik wirklich schlagkräftig operieren könnte. Das heißt, die Herrschenden hier in Deutschland sind noch auf die NATO angewiesen. So ist die Lage. Das heißt also, auf der einen Seite ist es wichtig für die Herrschenden hier in Deutschland, aus ihren Interessen heraus mit den USA zusammenzuarbeiten, auch im Machtkampf gegen China. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass das konfliktbehaftet ist. Denn ein Teil der deutschen Wirtschaft ist inzwischen ganz eng mit der chinesischen verflochten. Das ist vor allem die Kfz-Branche, das sind auch Teile der Chemie und das sind Teile des Maschinenbaus. Und das geht so weit, dass VW zum Beispiel 40% seines Absatzes in China erzielt. Kann man sich VW minus 40% vorstellen? Nee. Und die Bundesrepublik, die deutsche Wirtschaft mit einem drastisch geschrumpften VW, das wäre ein dramatischer Einbruch. Und das noch dramatischere ist, es trifft nicht nur VW, sondern die gesamte Kfz-Branche. Das heißt also, es gibt gleichzeitig ein massives Interesse der deutschen Wirtschaft und auch der Herrschenden in Deutschland, eine gewisse Zusammenarbeit mit China aufrechtzuerhalten. Nun ist auch das wiederum nicht so ganz einfach, denn die deutsche Wirtschaft, die ja in China sehr aktiv ist, die stärkt damit auch den Aufstieg der chinesischen Wirtschaft. Und wenn die chinesische Wirtschaft aufsteigt, dann steigen auch zum Beispiel chinesische Autokonzerne auf. Dann bekommt VW plötzlich Konkurrenz. Und wenn die dann auch noch anfangen zu exportieren, und gerade erleben wir das, dass chinesische E-Auto-Hersteller nach Deutschland exportieren wollen, dann hat VW plötzlich die Konkurrenz aus China auch im eigenen Land. Dann wird es wirklich ernst für die. Das heißt also, auch aus Wirtschaftssicht ist diese Entwicklung eine ganz, ganz widersprüchliche, wenn man so will, eine dialektische. Und die Herrschenden in Deutschland fassen das unter der Trias zusammen. China sei auf der einen Seite Partner, wirtschaftlicher Partner, weil man eben den Markt braucht, China, auf der anderen Seite eben auch Wettbewerber, weil es da konkurrierende Unternehmen gibt und drittens dann eben aber auch Rivale, weil China immer stärker wird und gefährlich wird. Das ist die gegenwärtige Lage. Ja, zu Russland, das ist alles ein bisschen auch schwierig aus deutscher Sicht. Russland ist ja ein ganz anderes Land. Russland ist ja längst nicht ökonomisch so stark wie China. Russland ist ökonomisch eigentlich nicht besonders bedeutend, sieht man mal von der Rüstungs- und Rohstoffindustrie ab. Aber Russland ist militärisch und politisch stark. Und aus Sicht der Vereinigten Staaten ist Russland in den vergangenen Jahren wirklich lästig geworden. Es hat nach dem Zusammenbruch in den 90er Jahren, seit den 2000er Jahren, wieder eine eigene Außenpolitik entwickelt. Es ist außenpolitisch stark geworden. Es hat Erfolge erzielt, zum Beispiel in Syrien, wo es eine eigene Außenpolitik auch sich eigene Positionen wieder aufbauen konnte. Es hat auch eigene Positionen inzwischen im Sahel entwickelt, in Mali. Und Russland erlaubt sich inzwischen auch eine eigenständige Politik gegen westliche Interessen in Europa. Das konnte man deutlich sehen, als Russland die Krim aufgenommen hat. Der Westen hat getobt, aber Russland hat es einfach gemacht. Sie waren stark genug, um das durchzuziehen. Und aus US-Sicht ist Russland ein Störfaktor, der sozusagen ablenkt von dem großen Machtkampf gegen China, den es also, wenn es möglich ist, auszuschalten gilt. Und genau den Versuch, Russland als Machtfaktor auszuschalten, erleben wir gerade, so hat es der US-Verteidigungsminister dankenswerterweise wörtlich formuliert, gerade im Ukraine-Krieg. Aus deutscher Sicht ist das alles ein bisschen komplizierter. Auf der einen Seite ist es nämlich so, dass die deutsche Wirtschaft wieder vor allem durchaus ein Interesse an einer engen Zusammenarbeit mit Russland hat. Und das liegt gar nicht nur an dem großen Markt Russland, 140 Millionen Menschen, da kann man viel Zeug verkaufen, also das ist ein attraktiver Markt. Aber vor allem ist Russland ja wegen seiner Rohstoffe, wegen seines Erdgases und auch wegen des Öls interessant. Und der Zugriff auf russisches Erdgas, das war für die deutsche Industrie immer ganz, ganz wichtig. Wir wissen heute, wie wichtig das war, billiges, günstiges russisches Erdgas zu kriegen. Wenn man das nicht hat, dann funktioniert das ganze Geschäftsmodell der deutschen Industrie nicht mehr wirklich. Eben seine Marktführerschaft
in der Chemie zum Beispiel auch auf billiges russisches Erdgas zu gründen. Das heißt also, das Kooperationsinteresse war lange Zeit wirklich da. Auf der anderen Seite hat es auch immer ein anderes Interesse gegeben und das ist gerne übersehen worden. Dieses Interesse war das, dass die deutsche Politik immer darauf angelegt hat, in Ost- und Südosteuropa wirklich die dominante Macht zu sein. Das heißt also, dass sie versucht hat, dort eben den russischen Einfluss zurückzudrängen, um selber die Nummer eins sein zu können. Und das ist in den 90er Jahren wunderbar gelungen, als Russland schwach war. Seitdem ist Deutschland politisch gesehen in Ost- und Südosteuropa die Nummer eins, völlig klar, politisch und ökonomisch gesehen. Das hat sich aber in den vergangenen Jahren geändert, als Russland stärker geworden ist. Stichwort russischer Einfluss in Ungarn, Stichwort russischer Einfluss in Bulgarien. Und jetzt führt Russland auch noch Krieg gegen die Ukraine und einen Krieg, den die Bundesrepublik nicht will. Das heißt also, da brennen sozusagen die Dinge aus machtpolitischer Perspektive, aus Sicht der Interessen der Herrschenden in Deutschland doch sehr an. Und das ist ein Grund, oder eigentlich der Kerngrund dafür, der die Bundesrepublik dazu getrieben hat, eben den Konflikt mit Russland da ganz massiv jetzt voranzutreiben und auch den Ukraine-Krieg massivst weiter zu befeuern. Die weitere Entwicklung, ich denke, was den Ukraine-Krieg angeht, es ist ein Krieg, der ist nicht kalkulierbar für niemand, da kann man keine wirklich glaubwürdigen Vorhersagen machen. Klar ist nur, dass die westlichen Staaten diesen Krieg weiter nutzen werden, um Russland nach Möglichkeit zu schwächen, mit einer etwas unterschiedlichen Interessenlage, aber beide haben das in dem Fall das gleiche Zielinteresse. Was den Machtkampf gegen China angeht, denke ich, kann man klar sagen, er spitzt sich weiter zu. Er wird sich auch in den nächsten Jahren weiter zuspitzen. Der Wirtschaftskrieg wird sich weiter zuspitzen. Das wird für die deutsche Wirtschaft früher oder später eine Katastrophe geben. Denn wenn es irgendwann mal zu Sanktionen gegen China kommen sollte, so wie die Russland-Sanktionen jetzt sind, dass die deutsche Wirtschaft sich aus China zurückziehen müsste, dann würde VW 40% seines Geschäfts verlieren sozusagen, also, und noch weitere dramatische Einbrüche. Die Konzerne planen für diese Zeit eine Abspaltung ihres China-Geschäfts als komplett eigener Konzern. Das heißt, es wird dann in Zukunft irgendwann VW minus China geben und irgendwann parallel VW China, aber als komplett eigene Einheit. Das ist sozusagen deren Zielplanung. Also unvorstellbare Sachen, Auswirkungen auch auf die deutsche Wirtschaft, darüber zu diskutieren, wäre eine sehr spannende Sache, was das alles mit sich bringen kann. Ja, aber in diese Richtung wird das alles wohl gehen. Das heißt also, die Konflikte werden sich weiter zuspitzen und es drohen tatsächlich auch militärische Konflikte. Es droht ein großer Krieg. Im Moment vor allem im Gespräch Taiwan. Der Taiwan-Konflikt kann jederzeit zu einem großen Krieg ausufern und das wird dann tatsächlich ein richtiger Weltkrieg sein, nach allem, was man prognostizieren kann, einer, der unter Umständen auch atomar ausgetragen wird. Letzter kleiner Punkt, leben wir in einer Zeitenwende? Ich würde sagen ja, aber nicht in der, die der Scholz sich so vorstellt, sondern in einer völlig anderen. Und die eigentliche Zeitenwende dieses Jahres, die konnte man sehen, als die westlichen Staaten gefordert haben, dass alle Welt sich an ihren Sanktionen gegen Russland beteiligt. Und wer beteiligt sich dran? Europa beteiligt sich dran. USA, Kanada beteiligen sich dran. Es beteiligen sich 6 Länder Ostasiens und der Pazifikregion dran, nämlich Japan, Südkorea, Taiwan, kein eigener Staat, aber beteiligt sich Singapur, Australien und Neuseeland und das war's. Der Rest der Welt, also 3/4 aller Staaten der Welt, nehmen nicht an diesem westlichen Sanktionsprojekt teil. Wer isoliert ist bei den Russland-Sanktionen, das sind wir hier, das sind unsere westlichen Staaten. Weltweit isoliert. Und das ist eine komplett neue Situation. Die westlichen Staaten toben in ihren Beziehungen zu Indien, zu Lateinamerika, zu den afrikanischen Staaten, auch zu südostasiatischen Staaten. Aber sie haben bislang noch niemanden wirklich dazu gekriegt, sich ihrer Sanktionspolitik anzuschließen. Im Gegenteil, Indien, ganz wichtiger Faktor, riesiges Land, aufstrebende Macht. Indien, das lange ja den Anschein erweckt hat, dass es bereit ist, an der Seite der westlichen Mächte in den großen Konflikt mit China zu ziehen, das entpuppt sich plötzlich als ein Staat, der doch eigenständig sein will und der sich nicht einspannen lässt und der seine G20-Präsidentschaft nutzt, um die westlichen Sanktionen offen zu kritisieren, auf Weltebene. Das haben die eingeleitet jetzt mit ihrer neuen G20-Präsidentschaft, dass im nächsten Jahr über die westliche Sanktionspolitik diskutiert werden muss. Also, dass sie in Frage gestellt werden muss, konnte man sich bislang in dieser Form nicht vorstellen auf der Welt. Und jetzt ganz aktuell das Gipfeltreffen der chinesische Präsident auf der arabischen Halbinsel,
wo die arabischen Staaten sagen, dass die Beziehungen zu China sind uns genauso wichtig wie diejenigen zu den USA. Auch das vor kurzem, was man sich nicht denken konnte, dass diese so eng an den USA orientierten Länder sich plötzlich für China öffnen und nebenbei auch angekündigt haben, sie werden weiter Huawei nutzen, mehr Huawei-Infrastruktur aufbauen. Und das ist natürlich eine Ohrfeige für die Vereinigten Staaten, die versucht haben, Huawei, also diesen chinesischen Konzern, wirklich weltweit zurückzudrängen. Ja, das ist sozusagen die eigentliche Zeitenwende. Das heißt, da hat die neue Weltordnung, was auch immer es für eine sein wird, ich bin nicht so richtig sicher, ob es wirklich eine positive ist, aber sie hat auf jeden Fall begonnen. Und ja, eigentlich müssten wir erstens, denke ich, realisieren, welche Rolle wir in dieser Weltordnung haben, nämlich eine marginale wahrscheinlich. Ne, die wird sich in Asien zentrieren, diese neue Weltordnung, und da sind wir sehr, sehr weit weg. Und ja, zum Zweiten, denke ich, müssten wir auch überlegen, wie wir uns da überhaupt positionieren, zumal unsere Positionen ja da nicht unbedingt vertreten werden. Also Stichwort Indien, hindu-nationalistisch regiert, zu den Zuständen auf der arabischen Halbinsel, die jetzt mit China kooperiert, muss man, glaube ich, nichts sagen. Schwierig also. Danke fürs Zuhören. Wirklich geballte Info in kurzer Zeit. Ich hoffe, dass wir da gleich noch drauf eingehen können. Ihr vom Podium aus übrigens, die Diskussion zwischen Publikum und Podium soll dann im Workshop nach der Pause stattfinden. Das heißt, im ersten Block wird es nur eine Diskussion innerhalb des Podiums geben. Also schreibt euch eure Fragen und Diskussionspunkte auf für den Workshop danach, bitte. Ja, Christine Bernold ist unsere zweite in der Runde. Neben deiner Forschungstätigkeit als Wirtschaftsgeografin, in der einer deiner Schwerpunkte die ungleiche Entwicklung ist, beschäftigst du dich auch mit Imperialismus und den Kriegen um die geopolitische und wirtschaftliche Vorherrschaft. China ist dabei der Hauptrivale der USA, das haben wir ja gerade auch schon mal gehört. Wie ist deine Einschätzung der momentanen Lage? Ist es ein Umbruch von Unipolarität zur Multipolarität? Wer kämpft hier gegen wen und wofür? Und was hat der Ukraine-Krieg damit zu tun? Versucht das mal nur mit einem erstmal, vielleicht halt das dann nicht. Wie gut bin ich denn zu verstehen? Hervorragend, vielen Dank. Und jetzt? Perfekt, super. Vielen Dank für die kurze technische Hilfe hier oben. Vielen Dank für die eigentlich 3 bis 4 Fragen, die natürlich relativ schwierig sind, in 15 Minuten zu beantworten, zumal ich dazu sagen muss, dass Werner Ruf, der ja jetzt leider heute nicht bei uns sein kann, mich noch gebeten hatte, zusätzlich auch ein paar Worte zum Thema Imperialismustheorien zu sagen und warum man sich eigentlich damit beschäftigen sollte, wenn wir uns mit Fragen von Krieg und Frieden beschäftigen. Und ich denke mal, ein Grund ist auf jeden Fall, dass wir, wenn wir uns Gedanken machen über Multipolarität, ja ganz häufig darüber sprechen, wer ist zum Beispiel gewinnbar für die Unterstützung von Sanktionen, wie sieht es in der UN aus, wer macht womit und wo nicht. Aber es geht eben nicht allein um politische und militärische Herrschaft und Machtansprüche, sondern wir müssen uns als Friedensbewegung natürlich auch damit beschäftigen, was eigentlich die ökonomische Basis für Umbrüche zum Beispiel in Richtung Multipolarität ist und welche Dimensionen es dahinter gibt. Und es hat natürlich auch politische Auswirkungen. Ich werde zum Schluss oder vielleicht auch dann in der Diskussion noch mal ein bisschen stärker machen, dass diese Auseinandersetzung damit, was sind eigentlich die ökonomischen Umbrüche und was sind die darauf aufbauenden politischen und militärischen Umbrüche, dass das für uns auch realpolitische Konsequenzen hat. Ja? Also was sind die Punkte, die wir jetzt ganz konkret zum Beispiel stark machen müssen als Friedensbewegung in puncto Ukraine-Krieg, massive Kritik an der NATO-Aggression,
auf Verhandlungen setzen etc. pp., dass wir aber auch wieder mehr dazu kommen müssen, uns generell damit auseinanderzusetzen, dass eine Tendenz zum Frieden innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise so nicht möglich ist. Es gibt natürlich zig verschiedene Ansätze in der Imperialismustheorie. Ich persönlich beziehe mich maßgeblich auf Lenin, Bukharin, aber auch neuere Ansätze von Alex Kalinikos oder zum Teil David Harvey. Die sind alle sehr unterschiedlich. Sie haben aber einige Punkte gemeinsam, die jetzt für die heutige Debatte, glaube ich, nicht ganz unwichtig sind. Nämlich erstens, dass es einen grundsätzlich expansiven Charakter der kapitalistischen Produktionsweise gibt. Es kann keine Kapitalakkumulation geben, die auf bestimmte Territorien beschränkt bleibt. Das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel in der Tendenz zur Konzentration und Zentralisation des Kapitals und Monopolbildung, die Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Akkumulation, die zusammengenommen darauf drängen, dass Kapitalinteressen global expansiv vertreten werden und eben nicht in einer nationalen Beschränktheit. Und natürlich dann die Konkurrenz zwischen konzentrierten, also auch monopolisierten Kapitalen um die Kapitalakkumulation, das heißt um die Ausbeutung und Aneignung von Extraprofiten global in einer weltumspannenden Ökonomie, gepaart aber natürlich damit, dass das nur möglich ist durch die Unterstützung entsprechender imperialistischer Nationalstaaten, die dann auch Unterstützung natürlich leisten bei Expansionsstrategien, bei der Öffnung von Märkten und natürlich insbesondere, das ist ein Punkt, der stark gemacht wird in der Imperialismustheorie, bei dem Export von Kapital, also bei den Möglichkeiten für konzentrierte Unternehmen im Ausland zu investieren und entsprechend auch dann mit zu profitieren von Repatriierungen, also Profittransfers wieder zurück in die imperialistischen Zentren. Das ist eine grundsätzliche Dynamik, die jetzt sozusagen nicht nur für die größten imperialistischen Zentren gilt. Und die Frage ist dann natürlich, was ist eigentlich ausschlaggebend für die Position im imperialistischen Weltsystem und ausschlaggebend dann natürlich auch für die Frage der Multipolarität. Und natürlich ist es so, dass die Kernproduktionsmittel, also Hochtechnologie, kontrolliert wird maßgeblich im Weltmaßstab, immer noch von den USA, aber zunehmend als Herausforderer auch von China, dass die geografische Konzentration des Kapitals, was maßgebliche Investitionen angeht, sozusagen auch sich auf die imperialistischen Zentren USA, zunehmend China und Europa konzentriert. Ähnliches gilt für die Kontrolle von Währung. US-Dollar-Hegemonie ist noch nicht abgelöst, aber es gibt Tendenzen dazu, dass das zunehmend der Fall ist. Die Zentren des Imperialismus sind natürlich auch diejenigen, die am meisten profitieren können von den globalen Profittransfers. Und das sind nach wie vor in ganz großem Maße die USA, aber auch die Eurozone. Gleichwohl ist es so, dass sozusagen diese Dialektik aus Expansionsdrang in der Kapitalakkumulation und den entsprechenden staatlichen Maßnahmen grundsätzlich was ist, was meiner Position nach auch für die russische Ökonomie gilt. Das heißt, auch Russland hat ein Interesse daran, das eigene Angewiesensein auf externe Gebiete für die Fortsetzung der spezifisch russischen Kapitalakkumulation durch staatliche Verhältnisse, staatliche Macht und auch militärische Macht abzusichern. Aber Russland ist natürlich in keinem Maße konkurrenzfähig mit dem US-Imperialismus und auch nicht mit dem, was in China erwächst. Ein Punkt, den ich dazu diesbezüglich zuletzt noch stark machen möchte, ist, dass wir natürlich sehr viel reden über den Niedergang der US-Hegemonie. Dafür ist vielleicht auch die Frage nicht ganz unwichtig, was genau eigentlich Hegemonie ist. Hegemonie im gramscianischen Sinne verstanden heißt ja eigentlich Vorherrschaft durch Konsens, natürlich nur bedingt. Also es gibt ja diesen berühmten Satz von Gramsci, dass der Staat Hegemonie gepanzert mit Zwang ist. Ja, also es ist nie ein Konsens im allgemeinen und verkompletierten Sinne. Aber zur Zeit der US-Hegemonie war es den USA doch tatsächlich möglich, andere wichtige Akteure auf der Weltebene bis zu einem gewissen Grad konsensuell in das eigene Herrschaftssystem mit einzubeziehen und auch die Interessen anderer Kapitalisten in anderen Ländern bis zu einem gewissen Grad mit zu bedienen. Und das ist etwas, was heute vorbei ist. Also der Niedergang der US-Hegemonie, der wurde gerade schon angesprochen, ist meines Erachtens schon eingesetzt in den 1970er Jahren. Und
Seitdem werden natürlich ökonomische und Machtstrukturen global zur Disposition gestellt und aber auch die Krisentendenzen des Kapitalismus, die Konkurrenz zwischen Kapitalien auf der Weltebene zeigt sich seither eben wieder verstärkt in ganz offen ausgetragener Konkurrenz, und zwar sowohl ökonomisch als auch politisch und militärisch. Ich hatte jetzt eigentlich so ein paar Grafiken mitgebracht, die ich euch zeigen wollte. Das ist hier jetzt technisch leider nicht möglich, weil man an verschiedenen Indikatoren sehr, sehr gut sehen kann, wie eigentlich der ökonomische Aufstieg Chinas und gleichzeitig der ökonomische Abstieg der USA in den letzten Jahrzehnten schon vonstatten gegangen ist. Man kann es festmachen, zum Beispiel am Bruttoinlandsprodukt, das sozusagen natürlich auch in den USA und in der Eurozone in den letzten Jahrzehnten noch einen wahnsinnigen Anstieg erfahren hat, aber die Anteilsverluste gegenüber China haben massiv zugenommen. Wenn man jetzt das Bruttoinlandsprodukt einfach absolut nimmt, dann hat China die Eurozone zum Beispiel schon 2015, 2016 überholt, und es wird auch nicht mehr lange dauern, bis China überholt wird. Wenn man zum Beispiel noch die Kaufkraftparität mit einbezieht, Entschuldigung, USA überholt natürlich. China kann sich nicht selbst überholen. Wenn man jetzt noch die Kaufkraftparität mit einbezieht, dann sieht die Situation sogar noch mal anders aus. Also Kaufkraftparität einbezogen heißt dann, man legt zugrunde, was in China produziert wird und man sich in China davon kaufen kann, was in den USA produziert wird und man sich in den USA davon kaufen kann. Und auf Grundlage dieser Daten ist es schon lange so, dass China die anderen Blöcke und Staaten überholt hat, die Eurozone schon 2012 und die USA schon 2017. Auch wenn man sich Industrie anguckt, also sozusagen den globalen Anteil an der Wertschöpfung, die auf Industrie und insbesondere Hochtechnologie basiert, kann man sehr, sehr schön zeigen, dass die USA da massiv verloren haben, anteilig zwischen 1990 und 2019, und dass der Anteil Chinas an der globalen Wertschöpfung massiv zugenommen hat in dem gleichen Zeitraum. Und auch die Eurozone hat im Verhältnis China gegenüber stark verloren. Das heißt, wenn man sich die Frage stellt, wer kämpft hier gegen wen und wofür, dann denke ich, ist eigentlich relativ klar, wenn man sozusagen die ökonomische Basis zur Grundlage nimmt, es geht hier um einen Kampf um die globale Vorherrschaft im imperialistischen Weltsystem, der auch zunehmend offen ausgetragen wird. Wir haben eben schon viel von Wirtschaftskriegen und Handelskriegen gehört, aber auch davon, dass die militärische Situation sich zunehmend zuspitzt. Es ist unbestreitbar, dass es einen ökonomischen Aufstieg Chinas und einen Abstieg der US-Hegemonie gibt. Aber was halt auch relevant ist, ist, sich die relativen Anteilsverluste der Eurozone anzugucken und in der Eurozone übrigens auch Deutschlands. Und das ist die Basis, das ist die ökonomische Basis, auf der Veränderungen in der globalen politischen und militärischen Ordnung auch stattfinden. Ja, auf der Basis können BRICS-Forderungen nach einer grundsätzlichen Ordnung, zum Beispiel von IWF und Weltbank, überhaupt erhoben werden und auch sozusagen das Ablehnen der USA als globale Polizei und als globaler Durchsetzer von Sanktionen. Das Ganze hat natürlich nicht eine sofortige Konsequenzen für die militärische Macht. Also ein Abstieg der Hegemonie. Hegemonie würde sich dann ja auszeichnen durch sozusagen eine Dialektik aus ökonomischer Macht, politischer und kultureller Macht und militärischer Macht. Der Abstieg der USA im ökonomischen Sinne korrespondiert nicht mit einem gleichzeitigen Abstieg der militärischen Macht. Und das ist auch ein Punkt, der sozusagen ganz viel der gefährlichen Krisendynamik im aktuellen Weltgeschehen ausmacht. Man kann das an den Militärausgaben zeigen, man kann sich aber auch, das empfehle ich allen mal, den sogenannten Global Firepower Index anschauen. Also die USA sind sozusagen unbestritten absolute Nummer eins auf Weltebene, was militärische Kapazitäten und auch Militärausgaben angeht. Aber auch wenn man sich mal anguckt, was militärische Aggression und Intervention und das Durchsetzen eigener Interessen mit militärischen Mitteln angeht, sind die USA natürlich völlig abseitsig von allem, was sozusagen in den unteren Rängen passiert. Also wenn man sich allein mal anguckt, wie viele Militärstützpunkte die USA haben, sind irgendwas zwischen 750 und 1000 Militärstützpunkten in mindestens 80 Ländern dieser Welt. China hat im Moment einen
wirklich fertiggestellten Militärstützpunkten, nämlich in Djibouti. Die Frage ist natürlich, wie wird sich das alles in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ändern? Global Firepower Index deutet so ein bisschen darauf hin, dass da natürlich sehr viel stattfindet in China an Technologieentwicklung, auch im militärischen Bereich. Und US Department of Defense geht davon aus, dass China die USA spätestens 2050 eingeholt haben wird, was die militärischen Kapazitäten angeht. Das heißt natürlich auch für die Kriegsgefahr was, weil wenn die USA noch, versuchen wollen, in dem Wissen, dass sie nicht mehr einfach gegen China gewinnen können, auf militärischer Ebene die eigene Vorherrschaft abzusichern, dann wird das in der nächsten Zeit passieren und auf jeden Fall nicht mehr nach 2050. Bezüglich der Multipolarität würde ich insofern von einer bedingten Multipolarität sprechen. Das trifft sich, glaube ich, so ein bisschen mit dem, was du auch vorgestellt hast. Denn natürlich gibt es keine Unipolarität mehr. Aber Multipolarität suggeriert ja so ein bisschen, dass es ganz viele verschiedene Pole gibt, die irgendwie gleichrangig nebeneinander stehen, ökonomisch, politisch und militärisch. Und ich würde sagen, der Hauptkonflikt und die Hauptrivalen sind ganz, ganz klar die USA auf der einen Seite und das anwachsende China auf der anderen Seite. Dann gibt es natürlich die Blockbildungen dazu. Der westliche Block ist natürlich insbesondere der NATO-Block. China hat die BRICS-Kooperation, aber auch die Shanghai Cooperation Organization. Das sind aber natürlich Blöcke auch mit internen Differenzen, das muss ich jetzt nicht groß wiederholen. Die Beispiele, die du dafür gerade schon angebracht hast, in den letzten Tagen stand ja sehr viel in den Medien, zum Beispiel auch der Inflation Reduction Act, der in den USA verabschiedet wurde, also der das Inflationsreduktionsgesetz, in deren Rahmen ist sehr viel diskutiert worden, dass da sozusagen in dieses Gesetz in den USA Punkte eingeschrieben sind, die zu einem massiven wirtschaftlichen Nachteil für Hersteller von Automobilbatterien in Europa zum Beispiel entstehen würden. Das heißt, es gibt jetzt nicht einen allgemeinen ökonomischen, militärischen und politischen westlichen Block, in dem es keine Differenzen gäbe. Aber in den Auseinandersetzungen der letzten Monate hat sich trotzdem politisch der Transatlantismus, insbesondere durch die Politik auch der Grünen in Deutschland, massiv durchgesetzt. Es gibt natürlich auch Versuche, den Block oder sozusagen die Kooperation von China mit Indien zum Beispiel zu verhindern. Wir haben jetzt gerade schon gehört, Annalena Baerbock war in New Delhi und hat da feministische Außenpolitik mit Hindu-Nationalisten betrieben. Und hat dabei natürlich aber in erster Linie versucht, Indien von der Zusammenarbeit mit Russland und China abzuhalten und auch was dagegen zu tun, dass Indien, wie du schon gesagt hast, sehr selbstbewusst als Vorsitzender des G20 versuchen wird, was gegen die westliche Sanktionspolitik und deren Folgen auch für periphere Staaten, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, deutlich zu machen. Russland ist ökonomisch betrachtet, global betrachtet, ja, jedenfalls seit 1989/90 Gesundheit zur Semiperipherie abgestiegen worden, so würde ich es mal formulieren. Es hat ja ganz viel mit aggressiver Politik des westlichen Imperialismus auch zu tun. Da komme ich jetzt sofort nochmal zu. Ein Punkt, den ich noch stark machen möchte, ist, dass diese Multipole, die sich sozusagen da bilden, rund um die USA und rund um China, nicht zwangsweise emanzipatorischen Charakter haben. Also ich würde sagen, auch da gibt es eine Dialektik. Einerseits werden Räume eröffnet, Räume dafür, dass die USA sozusagen nicht mehr der alleinige Weltpolizist sind, nicht mehr alleine entscheiden können, wann welche Sanktionen gegen wen erhoben werden. Und natürlich eröffnet die China-Politik auch ökonomische Spielräume für mehrere Staaten der Peripherie des globalen Kapitalismus. Aber gleichzeitig ändert das nicht grundsätzlich was daran, dass auch das Aufsteigen dieser Pole wieder zu den entsprechenden Krisentendenzen kommen wird und wir es mit expansiver Politik und mit weiterlaufenden Kriegs- und Gefahrentendenzen zu tun haben werden. Letzter Punkt, was hat das mit dem Ukraine-Krieg eigentlich zu tun? Da werde ich jetzt eine Position vertreten, die vielleicht so ein bisschen kontrovers ist, zumindest an einer Stelle. Die Tatsache, dass Multipol nicht grundsätzlich sozusagen emanzipatorischen Charakter hat, gilt nämlich für mich auch für Russland. Also ich würde hier die Position vertreten, dass die Russische Föderation im Prinzip so eine Art regionalen Imperialismus aus einer Position der Schwäche heraus vertritt. Was allerdings aber auch ganz viel damit zu tun hat, dass Russland global gesehen alles andere als ökonomisch konkurrenzfähig ist und sozusagen auch
klein gehalten wurde von dem westlichen Imperialismus seit 1989-90. Wenn man sich die russische Ökonomie anguckt, gibt es einen wahnsinnigen Prozess der Deindustrialisierung seit den 90er Jahren, insbesondere was Schlüsselindustrien und Hochtechnologie angeht. Und sozusagen die Herausbildung von einer Oligarchenmacht, die insbesondere auf den Export von Rohstoffen setzt oder auch vielleicht setzen musste. Es hat ja auch was sozusagen mit der aufoktroyierten Schocktherapie des IWFs gegenüber Russland zu tun und einer wahnsinnigen Privatisierungswelle in Russland, die dann diese oligarchische Macht auch mit an die Macht gebracht hat. Russland ist abhängig von Rohstoffexporten, hat aber trotzdem selber auch Industrien, die jenseits dessen wichtig sind, also Metallindustrie, Eisen, Stahl, Chemie und petrochemische Industrie und ist natürlich auch in der Hochtechnologie, insbesondere in der Atom-, Flugzeug- und Rüstungsindustrie weiterhin ein starker Akteur, was natürlich wichtig auch ist für die Frage, wo wird Russland wann eigentlich militärische Macht verlieren. Russland vertritt selber geostrategische Interessen in der Handelsregion Schwarzes Meer. Ich komme zum Ende. Und Russland ist aber auch aus einer eigenen Kapitalakkumulationsdynamik heraus ein Land, das angewiesen ist, selber auch auf Kapitalexport, also Investitionen russischer Unternehmen in anderen Ländern. Russland ist aber aufgrund der globalen Konkurrenzsituation, in der es aus einer Position der absoluten Schwäche heraus agiert, nicht dazu in der Lage, mit den westlichen Großkonzernen zu konkurrieren, anders als China zum Beispiel, das ja auch auf dem europäischen Kontinent durch eigene Investitionen zunehmend konkurrenzfähig wird. Russland kann diese geografische Expansion nur auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetrepubliken leisten und das natürlich auch nur in Verbindung mit einer entsprechenden politischen Macht und einem politischen Einfluss. Da geht es um Investitionen in Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und so weiter und so fort. Und die Ukraine, würde ich sagen, dass als Folge des westlichen Imperialismus, also ganz kurz gesagt, der aggressiven imperialistischen NATO-Expansion nach Osten, der aggressiven Expansion nach Osten auch der EU im Rahmen der EU-Nachbarschaftspolitik, dass als Folge dieser Politik Russland eigentlich jede Möglichkeit genommen wurde, die eigenen regionalen Interessen in der Ukraine auf politischer oder auf wirtschaftlicher Ebene zu vertreten und dass damit im Prinzip, wenn man jetzt davon ausgeht, dass da russische Kapitalinteressen vertreten werden müssen, um die Akkumulationsbasis aufrechtzuerhalten, eigentlich die militärische Option unterm Strich noch geblieben ist. 2014 hat dann natürlich der Putsch stattgefunden in der Ukraine, wo eine pro-westliche Regierung installiert wurde, wo ein ehemaliger Präsident Janukowitsch weggeputscht wurde, der versucht hat, noch so ein bisschen zu jonglieren. Einerseits zwischen sozusagen den Interessen Richtung EU-Assoziierungsabkommen und den Interessen Richtung Eurasische Wirtschaftsunion. All das wurde sozusagen verhindert durch die westliche Politik. Und im Prinzip würde ich sagen, ist das, was da jetzt stattfindet, zumindest auf der Ebene, auf der ich gerade spreche, das Ziehen der militärischen Karte aus einer Position der wirtschaftlichen und politischen Schwäche heraus. Ich denke, ich habe jetzt schon eh die Zeit überschritten. Ich darf jetzt sozusagen meine anderen Punkte nicht mehr hier zu Ende machen. Zwei Sätze noch, was es für uns als Friedensbewegung heißt. Ich denke, wir können sozusagen analysieren, was es für Expansionsinteressen auch in Russland geht, dadurch aber trotzdem nicht den Schluss daraus ziehen, wie sozusagen eigentlich global die Kräfteverhältnisse sind und den Schluss daraus ziehen, dass unser Hauptfeind im eigenen Land steht. Wir müssen Politik gegen die aggressive Ostpolitik der NATO organisieren und wir müssen gleichzeitig sozusagen zur konkreten Friedenspolitik einbeziehen, dass die Tendenzen zu Gewalt, zur Expansion und das auch gegebenenfalls militärisch durchzusetzen im Kapitalismus angelegt sind. Vielen Dank. Ja, danke schön, Christine. Ja, das war ein bisschen länger. Es gibt hier große Probleme offensichtlich in der Zuhörerschaft, was das Mikrofon angeht. Ist das, also das, ist es möglich, dass man über diese, jetzt frage ich die Technik da vorne. Ja, wir sind alle aus. Also jetzt gerade nicht, aber sonst sind die alle aus.
Ist es sonst möglich, dass man es doch hier am Tisch macht oder nein? Ja, es geht darum, ist hier im Saal ist das besser, aber für die Aufzeichnung ist das wohl offensichtlich nicht geeignet, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht trotzdem, ja? Ja, dann machen wir das doch über diese Mikrofone. Ja, ist das okay? Also wenn ihr lieber sitzen möchtet. Ja, es tut mir dann leid, dass jetzt man kann es hier ein bisschen leiser machen und dann sollte das besser sein, wenn man einfach näher am... Aber vielleicht wollt ihr ja auch am Tisch sitzen bleiben. Wie sieht das mit euch aus? Als steht. Egal. Okay. Aber macht das ruhig am Tisch, also wenn die Leute das so am Tisch besser hören. Okay, dann ist es jetzt gut eingestellt, dann ist es natürlich fürs Bild... Okay, hört man das jetzt so gut ohne das Ganze? Okay, cool. Perfekt. Dann geht es wahrscheinlich einfach darum, auch wenn man jetzt wieder lauter spricht. Okay. Dann einfach ein bisschen näher an dem Ganzen stehen, dann passt das auch von der Lautstärke und dann müsst ihr gar nicht mal laut sprechen, oder? Cool. Ja, super. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Peter Wahl. Dir würde ich gerne natürlich eine Frage zur Globalisierung stellen. Welch Wunder. Meine Frage ist, erleben wir das Ende der Globalisierung oder bekommt das Wort nur eine neue Konnotation, quasi eine positive, nicht die negative, die sie im Turbokapitalismus bei den Linken und Kritikern der Herrschaftsverhältnisse hatte? Können der weiter wachsende BRICS-Zusammenschluss oder die Belt and Road-Initiative zum Beispiel positive Beiträge für eine kooperative, solidarische Welt sein? Werden diese Entwicklungen Vorschläge von den progressiven Kräften weltweit aufgenommen? Und was folgt daraus? Bitte in 10 bis 15 Minuten. Ja. Spricht Steno? So. Gut. Ja, verändert sich die Globalisierung so, wie wir sie kennen? Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, ja, sie verändert sich, sie modifiziert sich, aber sie verschwindet nicht ganz. Und das werde ich jetzt versuchen, im Folgenden etwas zu entfalten und zu erklären. Die Globalisierungskritik, so wie wir sie wahrgenommen haben in den 90er und Nuller Jahren in der globalisierungskritischen Bewegung, ATTAC und andere, wurde im Wesentlichen als ein ökonomischer Prozess und kommunikativer Internet und so weiter, aber im harten Kern als ökonomischer Prozess wahrgenommen, nämlich die Durchsetzung eines bestimmten Modells von Kapitalismus, des neoliberalen Kapitalismus und das weltweit. Das ist nicht falsch, das ist nach wie vor gültig, diese Einschätzung, aber was diese Sichtweise auf die neoliberale Globalisierung unterschätzt hat und vielleicht auch in vielen Fällen gar nicht so wahrnehmen wollte, ist, dass es zugleich ein geopolitischer Prozess war, also eine machtpolitische Entwicklung im internationalen System, nämlich gebunden an die Durchsetzung der US-Hegemonie, dieser One World, also jener Periode nach Ende des Kalten Krieges, in dem die USA die einzige unangefochtene Supermacht war, mit dem Gedanken des Ende der Geschichte und so weiter. Das kennen Sie alle. Und dieser Aspekt, nämlich dass die neoliberale Globalisierung von den USA ausgehend durchgesetzt worden ist also ein geopolitischer, machtpolitischer Prozess zugleich gewesen, neben den ökonomischen Erscheinungen, die wir alle kennen, Privatisierung, finanzmarktgetriebener Kapitalismus und so weiter und so fort. Also er hatte eine sehr klare und deutliche geopolitische Dimension. Und dieser Prozess ist nun in eine Krise geraten, spätestens 2008 mit dem großen Finanzknall, mit der großen Finanzkrise. Dass die Finanzkrise und der Finanzsektor der auslösende Faktor dabei war, ist kein Zufall, denn der Kern und Ausgangspunkt der neoliberalen Globalisierung liegt seinerseits im Finanzwesen.
Und zwar als er an erster Stelle in der Tatsache, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der US-Dollar als Weltwährung eingeführt worden ist, eine hegemoniale Stellung hat und damit eine tragende Säule der US-machtpolitischen Situation in der Weltordnung bedeutet. Der ist nämlich in den 70er Jahren, wurde die Goldbindung aufgegeben des Dollars, die Wechselkurse zwischen den Währungen wurden freigegeben und es konnte sich durch die Freigabe auch des Finanztransfers über die Grenzen hinweg das entfalten, was wir als Finanzkapitalismus oder finanzmarktgetriebenen Kapitalismus bezeichnen. Und dass dieses System mit seinen internen Widersprüchen, die wir alle tausendmal damals kritisiert und dargelegt haben, dann auch kollabiert oder zumindest sehr stark angeschlagen wurde, zeigte sich dann 2008. Und dann war es plötzlich vorbei mit den Parolen, die Märkte können sich selbst regulieren. Es war vorbei mit dem Argument, der Staat soll sich aus der Wirtschaft heraushalten. Tatsächlich war es so, sobald es ernst wird in kapitalistischen Krisen ist der Staat the only game in town. Er hat die Banken gerettet. Und als dann in der Eurozone diese Finanzkrise hinübergewachsen ist in die Eurokrise, war es wiederum staatliche politische Intervention, die diese Krise unter Kontrolle gebracht hat, halbwegs unter Kontrolle gebracht hat. Wir sehen also, dass hier eine sehr enge Verschmelzung, ich würde sagen eine Amalgamierung stattgefunden hat mit diesem Typus von neoliberalen Kapitalismus ausgehend von den USA und der geopolitischen Situation der USA, nämlich die unipolare Dominanz. Diese Epoche ist jetzt vorbei und das wird natürlich auch die Globalisierung modifizieren. Es gibt dazu jetzt als Kontrast natürlich der Aufstieg von China, haben wir eben alles schon mehrfach gehört, und der ist ja jetzt unter sozusagen makroökonomischen Gesichtspunkt insofern interessant, dass er zwar Marktmechanismen benutzt, aber eingebettet und unter Kontrolle eines politischen Systems, an dessen Spitze die Kommunistische Partei Chinas steht. Ein großes Erfolgsmodell. Und wiederum dazu hochinteressant kontrastierend die Tatsache, dass Russland, wir haben das eben gehört in dem Beitrag von Christine, in den 90er Jahren in der Jelzin-Zeit einen hyperneoliberalen Kapitalismus aufgebrummt bekam und sich auch zum Teil selbst aufgebrummt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass heute im Kreml die sich denken, hätten wir das damals doch vielleicht etwas anders gemacht, denn das hat eine Langzeitwirkung auch auf die heutige Situation für Russland. Aber zurück zur Krise dieses neoliberalen Modells. Es ist jetzt nicht nur der Crash gewesen, es ist nicht nur die Eurokrise gewesen, sondern es gibt eine ganze Reihe anderer hochbrisanter tektonischer Verschiebungen in den gesellschaftlichen Entwicklungen, die dieses neoliberale Modell zumindest in seiner alten Form ziemlich unbrauchbar machen für den Kapitalismus. Da ist zum Beispiel die Pandemie, wo wir gesehen haben, dass eben auch der Markt es nicht schafft, sondern der Staat her muss. Wir haben die ökologische Wende, auch das schafft der Markt nicht, im Gegenteil, er macht ja alles schlimmer. Und wir haben die technologischen Umbrüche im Produktivkraftbereich, von denen die Fachleute sagen, dass ihre historische Dimension durchaus mit der Erfindung der Dampfmaschine zu vergleichen ist. Das heißt also, auch dieser Prozess ist nur durch politische, staatliche Lenkung und Steuerung in den Griff zu bekommen. Umso mehr, als das alles jetzt stattfindet in Konkurrenz zum chinesischen Modell. Wir können also sagen, um an diesem Punkt ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Wir können also sagen, der neoliberale Kapitalismus hat seine internen Widersprüche zu großen Krisen geführt. Es zeigt, dass er nicht geeignet ist, um die großen Probleme, vor denen wir stehen und vor denen auch der Kapitalismus natürlich steht, zu lösen. Und deswegen gibt es Modifikationen in diesem Modell,
Und der Staat ist jetzt aufgetreten in all diesen Krisen, zum einen als Krisenmanager, um das Modell, um den Kapitalismus zu retten, und zweitens um große historische Anpassungsleistungen und Umgestaltungen der Gesellschaften und auch der Weltgesellschaft zustande zu bringen. Und diese Entwicklung, kann ich mal bitte mein Glas haben? Danke. Diese Entwicklung, diese Krise, das ist jetzt nicht einfach nur eine zyklische Krise, wie sie im Kapitalismus immer wieder auftaucht, sondern das ist im Grunde eine Krise systemischer Herausforderungen, die das ganze Modell des Kapitalismus in Frage stellt. Und das wird jetzt sozusagen stattfinden, diese Umbruchssituation, diese Modifikationen auch im Kapitalismus unter Bedingungen verschärfter Konkurrenz geopolitischer Art. Also all diese Prozesse, die bereits geschildert worden sind, ich will das nicht wiederholen, hin zur multipolaren Welt. Aber für die USA bedeutet das jetzt, dass sie diese Entwicklung nicht wollen. Sie stellen sich mit aller Kraft dagegen, sie stemmen sich dagegen. Und wenn man kann 1000 Zitate finden, ich will mal eines herausgreifen aus dem jüngsten Bericht oder aus dem jüngsten nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die im vergangenen Oktober veröffentlicht worden ist. Da heißt es wörtlich: Überall in der Welt besteht ein Bedürfnis nach amerikanischer Führung. Leadership heißt das im Englischen. Und es gibt keine Nation, die besser positioniert wäre, um mit Kraft und Entschiedenheit die Welt zu führen, als die Vereinigten Staaten. Und das hat der Joe Biden unterschrieben. Und er ist nicht der Einzige. Wie gesagt, Obama, den ja manche für progressiv oder links gehalten haben, hat in einer Rede gesagt während seiner Präsidentschaft, Amerika muss auf der Weltbühne immer führen. Und so wie das 20. Jahrhundert ein amerikanisches Zeitalter war, so wird auch das 21. ein amerikanisches sein. Das heißt, hier haben wir eine klassische Konstellation, die es in der Weltgeschichte immer mal wieder gegeben hat, nämlich aufsteigende Mächte stellen die Hegemonialposition der führenden Macht in Frage und die stemmt sich mit aller Kraft dagegen. Das ist eine kernbrisante Situation, mit der wir es zu tun haben. Um das jetzt etwas auf den Ukraine-Konflikt zuzuspitzen, möchte ich darauf hinweisen, dass es in diesen Umbruchprozessen, diesen Aufstiegs- und Abstiegsprozessen einige überraschende Momente gibt, die viele gar nicht kennen. Wenn man ein Ranking macht, also eine Hitparade, wer sind die stärksten Volkswirtschaften in der Welt? Und dann hat man ein Ranking, in dem an der Spitze die USA nach wie vor stehen und Russland zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie den Spruch kennen, Tankstelle mit Atomraketen oder ein Burkina Faso mit Atomraketen. Russland wird da auf dem 11. Platz in der Liga etwa von Spanien verortet. Und wenn das so wäre und wenn das stimmen würde, würde das ja bedeuten, dass ein Abnutzungskrieg, dass Vorstellungen von Baerbock und anderen, das Land zu ruinieren, eine größere Chance hätten, als wenn das anders wäre. Nun gibt es aber auch andere Rankings, und zwar von gleicher Stelle, dem IWF zum Beispiel, den habe ich hier, und demnach in diesem Ranking steht bereits jetzt ökonomisch an erster Stelle China, an zweiter kommen die Vereinigten Staaten, dann kommt Indien an dritter Stelle, an vierter Stelle kommt Japan, an fünfter Deutschland und jetzt, Surprise, auf Stelle 6 kommt bereits Russland und das lange vor Frankreich, vor Italien und anderen Kanada-G7-Ländern. Wie kommt das zustande? Das sind Zahlen vom IWF. Ja. Und hier muss man ein brisantes und interessantes kleines ökonomisches Phänomen mal kurz erklären.
das direkt mit dem Krieg und das direkt mit der Propagandakriegsauseinandersetzung zusammenhängt. Dieses Ranking, was ich eben zitiert habe, funktioniert nach einer Berechnungsmethode, die man als Kaufkraftparität bezeichnet. Was bedeutet das? Ich mache es sehr kurz, es gibt eine sehr gute volkstümliche Erklärung dazu, das ist der sogenannte Big Mac Index. Wir kennen alle den Big Mac, das ist diese berühmte Frikadelle mit den Papieren, Pappbrötchen dabei, Ketchup und so weiter. Die ist überall auf der Welt die gleiche. Gleicher Geschmack, gleiches Aussehen, gleiche Zutaten, aber, und jetzt kommt das Interessante und das erklärt jetzt diese verschiedenen Formen des Rankings. In Manhattan kostet das 4,50 Dollar. In Zürich kostet es in Franken, aber auf Dollar umgerechnet 7,50. In Oslo sogar 9,50. In Peking 3,50. Und in Neu-Delhi genau die gleiche Frikadelle, nur 2,10 Euro. Was steckt dahinter? Und hier kommen wir wieder. Ich habe von Finanzen geredet, ich habe vom Dollar geredet und diesen ökonomischen und geopolitischen Zusammenhängen. Hier kommen wir jetzt auf den entscheidenden Punkt. Man kann die ökonomische Stärke eines Landes oder man muss die ökonomische Stärke eines Landes natürlich berechnen nach bestimmten inneren ökonomischen Verhältnissen. Und da ist es so, dass in Indien natürlich diese Frikadelle viel günstiger hergestellt werden kann, weil alles billiger ist bis hin zu den Arbeitskräften, als das in den USA oder in der Schweiz oder in Norwegen der Fall ist. Und das, und jetzt kommen wir auf die Ukraine und Russland zu sprechen, gilt natürlich übrigens auch für die Rüstungsausgaben. Ja? Es ist zwar richtig, dass auch nach dieser Berechnungsmethode der Westen x-mal mehr ausgibt für Rüstung als Russland, aber die russische Rüstung wird mit den 60 Milliarden, die immer im Gespräch sind, nicht korrekt wiedergegeben, wenn man sie, denn das, was für den Big Mac gilt, gilt auch für Kampfflugzeuge, Kanonen und Raketen, werden in Russland natürlich günstiger hergestellt. Insofern sind solche Vergleiche mit Vorsicht zu genießen und für den Ukraine-Krieg bedeutet das, dass die ökonomische Kraft Russlands größer ist, als sie eingeschätzt wird in diesen oberflächlichen Behauptungen von der Tankstelle mit Atomraketen und deswegen sind die Aussichten für einen Abnutzungskrieg gegen dieses Land, das nach dieser Rechnung als die sechstgrößte Volkswirtschaft ist, natürlich Milchmädchenrechnungen. Ich will jetzt, habe ich noch zwei Minuten, Jutta? Wenn du auf meine Frage damit eingehst, ja. Wie wehren sich die USA gegen diese Folgen? Sie wehren sich mit der Bildung von zwei großen Lagern. Sie versuchen das, das sogenannte Decoupling. Und in der gleichen Studie oder in dem gleichen Papier, das ich eben zitiert habe, steht eben auch drin, dass es eine Entwicklung in der Welt gibt, der Zweiteilung. Auf der einen Seite jene Länder, die sich selbst für Demokratien halten und auf der anderen Seite, die dort als Autokratien bezeichnet werden. Wenn sich das durchsetzen würde, ich rede im Konjunktiv, wenn sich das durchsetzen würde, hätte das fatale Konsequenzen für die ganze Welt. Es würde eine Spaltung der Weltwirtschaft bedeuten. Es würde die Rivalität und die Konkurrenz zwischen diesen großen Blöcken gewaltig verschärfen, mit dem ständigen Risiko, dass das überschwappt hin zu einer militärischen Eskalation. Und selbst wenn es nicht zum Äußersten käme, würde das bedeuten Militarisierung, Aufrüstung und so weiter. Und das unter Bedingungen technologischer Umbrüche, Digitalisierung der Kriegführung, Weltraum, Cyberspace als Schlachtfeld und so weiter, was insgesamt die Situation in der Welt noch einmal destabilisieren würde und das Risiko von gewollten oder ungewollten Kriegen noch mal erhöhen. Und last but not least würde es auch bedeuten, eine gigantische Absorption von intellektuellen, finanziellen, materiellen Ressourcen, die unbedingt gebraucht werden, um die
wirklich großen Probleme der Menschheit, wie die Klimakatastrophe, die globale Armut, sozusagen wirksam bekämpfen zu können. Mit anderen Worten, es bahnt sich hier, wenn sich diese Strategie durchsetzen würde, der Welt, die Aufteilung der Welt in Lager, in einem kalten Krieg 2.0, das würde bedeuten, dass das Chaos im internationalen System noch einmal zunehmen würde. Zu der Frage, ob wir aus dem Zusammenschluss der BRICS und anderer Länder des Südens gewissermaßen emanzipatorische Impulse ziehen können. Ich würde sagen, diese Entwicklung ist ambivalent. Es gibt einige Aspekte, die durchaus Anknüpfungspunkte für uns bieten würden. Das ist zum einen, dass Multipolarität natürlich ein Schritt hin ist zu einer gewissen Demokratisierung im internationalen System. Nicht ideal, aber eben immerhin ein Schritt und insofern ein Ansatzpunkt, den man unterstützen kann. Ein zweiter Aspekt ist, dass durch diese Projekte wie die Neue Seidenstraße, aber auch andere, es gibt zum Beispiel eines, das heißt internationale Nord-Süd-Handelskorridor, das ist eine Vereinbarung, wo eine etwas kleiner als die Seidenstraße, aber im Prinzip das Gleiche, ein solcher Korridor gebildet wird von Moskau über Iran, Pakistan nach Indien. Es ist ein Abkommen zwischen diesen vier Ländern, der genau die gleiche Intention verfolgt, Infrastruktur und so weiter. Und das hat natürlich entwicklungspolitisch einige positive Aspekte. Es wird dazu beitragen, Armut zu beseitigen. Aber, und jetzt kommt sozusagen die Ambivalenz hinein in das Ganze, all das findet statt, nicht aus emanzipatorischen Impulsen, um kooperativ und in Zusammenarbeit die Menschheitsprobleme zu lösen, sondern aufgrund der ökonomischen, politischen, geopolitischen Interessen der Teilnehmer dieser Projekte und all das eingebettet natürlich im Kapitalismus. Es handelt sich in allen Fällen um kapitalistische Länder, die das betreiben. Und die Risiken, die damit verbunden sind, ökologischer Art und so weiter, neue Abhängigkeiten und auch im Grunde nach wie vor basierend auf dem alten klassischen Wachstumsmodell des Kapitalismus. Insofern, wie gesagt, sind, um auf diese Frage zu antworten, das hochambivalente Vorgänge. Das heißt, wir können sie nicht pauschal ablehnen, wir können sie aber auch nicht pauschal begrüßen, sondern die Herausforderung ist, eine differenzierte Strategie zu entwickeln und sozusagen Case by Case, Fall für Fall zu sehen, wo man etwas unterstützen kann, wo man andocken kann und wo man sich distanzieren oder sogar sehr kritisch gegenüberstehen muss. Danke, Peter, dass du doch noch ein bisschen auf meine Frage eingegangen bist zum Schluss. Jetzt kommen wir zu Dr. Karin Kulo. Du hast ja im letzten ISW-Report, den das Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung rausgegeben hat, dich intensiv mit der geopolitischen Konfrontation zwischen China und dem Westen beschäftigt. Ich habe es ja schon im Eingangs gesagt, eigentlich bist du ja mehr für die arabische Welt zuständig, aber du bist da, wie gesagt, hast neue Horizonte erschlossen. Du schreibst in deinem Aufsatz, anfänglich ging es der NATO, also anfänglich nach der Auflösung des Warschauer Vertrages, das ist ein Einwurf von mir, der ja eigentlich logischerweise auch die Auflösung der NATO hätte folgen lassen können. Also nochmal, anfänglich ging es der NATO da quasi als Ersatz für das verlorene Feindbild um die Notwendigkeit des Kampfes gegen den islamischen Terrorismus. Mit der auf ihrem Gipfeltreffen Ende Juni 2022 in Madrid verabschiedeten Strategie steuert sie jedoch ganz ungeniert auf eine Konfrontation mit China zu. Kannst du uns an deinen Studienergebnissen teilhaben lassen und uns mehr über diese Konfrontationen sagen? Jetzt
ist erstmal meine Sorge mit dem Mikrofon, ob das geht. Die Kleinen sind benachteiligt, glaube ich, hier. Geht das? Ja. So, gut. Also so weit habe ich mich gar nicht von meinem eigentlichen Gegenstand entfernt, also der Beschäftigung mit der arabischen Welt, sondern ich versuche das in der im Zusammenspiel mit den Weltprozessen und vor allem mit der Auseinandersetzung zwischen dem Westen und China zu nehmen. Das ist immer, wenn man nach einer Reihe kommt, steht man immer vor dem Problem, dass schon vieles gesagt ist, dass man vieles wiederholt. Manches kann man natürlich dann auch vielleicht nochmal wiederholen und das ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ich stimme weitestgehend mit allen Dingen überein. Zur BRICS-Frage habe ich ein bisschen eine andere Position, die würde ich dann nachher vielleicht auch noch mal mit unterbringen wollen. Aber vielleicht noch ein paar Aspekte. China ist aufgestiegen zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht. Und das ist eine Konkurrenz für die USA, die es zu Zeiten der Blockkonfrontation, also der antagonistischen Widersprüche des Systems im vorigen Jahrhundert, nämlich mit der Sowjetunion und dem Westen, nicht gegeben hat, weil dieser ökonomische Aufstieg, glaube ich, hat also besonders die Alarmglocken in Washington schrillen lassen. Hinzu kommt, es wurde ja schon gesagt, in China ist eine kommunistische Partei an der Macht, eigentlich ein Relikt, dass man ja geglaubt hat, mit dem Ende des Realsozialismus verschwinden zu lassen. Diese Partei ist 101 Jahre alt. Das heißt also, sie hat auch, und da ich mich schon mit Weltpolitik eine ganze Zeit beschäftige, diese Partei hat so viele Entwicklungen durchgemacht, dass ich mich manchmal heute wirklich erstaunt frage, das wäre nie vorauszusehen gewesen. In den 50er Jahren wurde in jedem Dorf ein Hochofen gebaut. Es gab große Sprünge unter Mao. Es gab so viele Opfer. Und diese Partei hat aber trotzdem einen Weg gefunden, um das Land aus dieser Situation herauszubringen. Und man darf auch nicht vergessen, dass, das ist hier ja auch schon angesprochen worden, dass es nicht nur um die Herausforderung für die Vormachtstellung der USA in der Welt geht, sondern auch die Verlagerung des Macht- und Kraftzentrums, das ja über die Jahrhunderte in der westlich-transatlantischen Welt war, dass diese Verlagerung, Verschiebung jetzt nach Asien stattfindet. In Asien, allein Indien und China zusammengenommen, haben 2,8 Milliarden Menschen. Das heißt, es ist etwa ein Viertel der Weltbevölkerung. Ich habe gestern eine Zahl gelesen, was die Internetinfrastruktur in China betrifft. Da werden 1,01 Milliarden genannt, die über ein Handy verfügen. Das sind also Dimensionen. Ich glaube, dies muss man sich immer vorstellen, wenn man auch über China spricht. Das mich erregt es und regt es am meisten auch auf, wenn dann Außenministerinnen kommen und meinen, sie können da belehrend wirken. Dass diese Auseinandersetzung jetzt so verschärft geführt wird, hat natürlich auch damit zu tun, dass sich immer mehr Staaten auch von den USA abwenden. Meines Erachtens, hier wird ja viel schon über die Multipolarität gesprochen. Für mich ist eigentlich die Multipolarität, das ist noch kein ausdiskutiertes System der internationalen Ordnung, sondern ich glaube, man tastet sich langsam daran, wie eine solche Ordnung, die multipolar besteht. Das Wesen der Auseinandersetzung ist im Moment, dass es nicht mehr zugelassen werden soll, dass alleine die USA die Geschicke der Welt bestimmen. Und ich würde von Zeitenwende ist auch viel diskutiert, ich würde eine Zäsur an ganz anderer Stelle setzen. Und zwar in den Jahren 1998, 2000
als nämlich in den USA eine Kehrtwende begann, die ja noch mit dem Präsidenten Bush Senior begonnen worden war. Die Welt wird, nachdem der Ostblock zusammengebrochen ist, die Welt wird in Friede und Demokratie und Prosperität leben. 1998 hat man angefangen, seine Außenpolitik aggressiv zu verändern. Und 1998 ist im Senat die Osterweiterung der NATO ratifiziert worden. Diese Dinge sind eigentlich auch, und diese Entwicklungen sind auch, die gehören zur Vorgeschichte des Krieges, der heute in der Ukraine stattfindet. 2000 wurde die Militärdoktrin verändert, und zwar, wir müssen überall die Vormachtstellung haben, die Full Spectrum Dominance. Und dann 2001 der Krieg in Afghanistan, 2003 der Krieg im Irak. Das heißt, um zu zeigen, wir verändern die Welt nach unseren Vorstellungen. Und ich muss sagen, vielleicht hat man in Washington wirklich geglaubt, dass China bereit sein würde, sich einer solchen Politik willfährig unterzuordnen. Da versteht niemand die Geschichte dieses Landes. Das ist eine 5000-jährige Zivilisationsgeschichte. Das sind Dinge, die bei uns ja in der Politik offenkundig überhaupt keine Rolle spielen. Und vielleicht hat man auch in Washington gedacht, dass es immer einen Jelzin gäbe, der die Politik des Landes bestimmt. Dass mit einmal ein Putin dort erschien und der gesagt hat, Schluss aus, das akzeptieren wir nicht. Denn man könnte auch sehr schön nach sich die Rede 2001 von Putin im Bundestag anhören und dann 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Dazwischen liegt genau diese Entwicklung und da würde ich die Zeitenwende ansetzen, würde ich sie auf jeden Fall zäsieren. Je deutlicher also diese diese Aggressivität hervorgetreten ist, umso mehr hat man sich auf der Seite Chinas, Russlands und anderer Schwellenländer dazu entschlossen, andere Zusammenschlüsse zu bilden. 2001 ist die Bildung der Shanghai-Organisation, sie ist ja schon angesprochen worden, in erster Linie von China initiiert worden. Zuerst aus 6 Staaten, China, Russland und 4 zentralasiatischen Republiken. Dann ist sie durch Indien und Pakistan auf 8 und inzwischen jetzt auf 9 Staaten herangewachsen. 2006, da war die Initiative von Russland, hat man die Idee gehabt, die Schwellenländer zu einem Block zusammenzuführen, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Da ist irgendjemand auf die Idee gekommen, dass man das zu BRICS jetzt als Begriff formuliert. Die BRICS wird heute schon als BRICS Plus bezeichnet, weil es nicht mehr nur die 5 Staaten sind. Argentinien ist bereits beigetreten. Algerien und Iran haben den Antrag gestellt, beitreten zu wollen und meine letzten Informationen sind, dass offenkundig auch auf saudischer Seite überlegt wird, gleichfalls einen Antrag zu stellen. Meines Erachtens ist, also ökonomisch will ich das nicht werten, ich bin kein Ökonom, aber politisch geht es bei diesen Entwicklungen in erster Linie um eine andere Grundlage der internationalen Politik und der internationalen Ordnung. Man will unbedingt zu den Prinzipien der UN-Charta zurückkommen. Alles das, was in der UN-Charta festgelegt wird, wird immer wieder wiederholt. Und das ist, der Westen kommt mit seiner Werte- und Regelbasierungspolitik. Und vermittelt fast den Eindruck, dass er sich natürlich auf die Charta der Vereinten Nationen beruft. Der Westen hat noch vor Russland das Gewaltverbot der UNO gebrochen.
mit seinen völkerrechtswidrigen Kriegen, die er im Nahen Osten geführt hat und die eigentlich dazu geführt haben oder dazu führen sollten, dort Demokratien zu schaffen. Geschaffen wurden Chaos, Zerstörung und teilweise Entwicklungen in einer Weise unterbrochen, die für viele Menschen außerordentlich tragisch sind. Und dass diese Grundsätze zusammengefasst, also die Charta der Vereinten Nationen, dann auf jeden Fall, was außerordentlich wichtig scheint, und ich glaube, das ist auch die gemeinsame Klammer, ich bestreite gar nicht, dass es viele Differenzen gibt und sicherlich auch in Zukunft weitergeben wird, die sind heute schon existent, aber dass man akzeptiert, dass es eine Diversität der soziokulturellen Bedingungen und der gesellschaftlichen Verfasstheiten gibt. Das, was wir gegenwärtig bei den Weltmeisterschaften in Katar oder was man von deutscher Seite auch bezüglich dieser Weltmeisterschaften so teilweise performt, ist eigentlich genau der Ausdruck dessen, wir sind für Diversität, wenn es um sexuelle Neigungen geht und alles Mögliche. Aber warum sind wir nicht in der Lage, Diversität auch zwischen den einzelnen Völkern und Ländern anzuerkennen und auf dieser Basis etwas zu machen? Und ein wesentlicher Punkt ist die Armutsbekämpfung. Also noch in den 1980er Jahren haben SPD, den Brundtland-Bericht veröffentlicht, da ging es noch darum, für die Länder des globalen Südens auch Entwicklungen zu ermöglichen. Heute geht es nur darum, können wir die auf unsere Seite ziehen oder können wir sie nicht auf unsere Seite ziehen. Frau von der Leyen hat jetzt gegenüber diesen sechs, das ist ein etwas anderer Bereich, aber als es um den möglichen Status der Westbalkanstaaten geht, gesagt, entweder seid ihr mit uns oder wenn ihr nicht mit uns seid, dann geht woanders hin. Das ist genau diese spalterische Position, die nach wie vor betrieben wird und die man glaubt, mit einer Eindämmungspolitik auch durchsetzen zu können. Aber um ehrlich zu sein, China ist kein Papiertiger und die USA haben ihr Ansehen mindestens seit dem chaotischen Rückzug 2021 aus Afghanistan absolut verloren. Und das sagt man heute in der arabischen Welt. Ich meine, ich komme ein bisschen immer in persönliche Dilemmata, weil ich einerseits natürlich diese Herrscherhäuser über die Jahrzehnte verfolgt habe und nicht gerade zu deren Fans gehöre. Aber eines ist auf jeden Fall ganz erstaunlich. Saudi-Arabien fordert die USA jetzt richtig auf Augenhöhe heraus. Ganz interessant, ich meine, Biden war im Juli in Saudi-Arabien. Da hat man die strategische Partnerschaft bekräftigt. Aber er ist ohne Ergebnis nach Hause gefahren, nämlich was er wollte, da haben sie nicht mitgemacht. Jetzt hat man Xi eingeladen, also den chinesischen Präsidenten, nicht nur Geschäfte von Umfang von 30 Milliarden Dollar, das ist ja nur eine Fortsetzung dessen, diese Beziehungen laufen ja im Rahmen der Seidenstraße schon seit langem, sondern das ist die Demonstration, wir lassen uns von euch nichts mehr sagen. Und ich habe das auf den Punkt gebracht, es geht für diese Staaten jetzt nicht mehr darum, entweder wir gehen mit den Amerikanern oder wir sind gegen sie, sondern sie wollen Beziehungen des sowohl als auch. Und da sehe ich eigentlich die Grundlage, auch in diesen Zusammenschlüssen von BRICS und der Shanghai-Organisation, dass man diese Gemeinsamkeiten, die gemeinsamen, die man hat, Interessenausgleiche zu finden,
auch die Interessen anderer zu berücksichtigen, das sehe ich doch als einen positiven Ansatz an. Hier ist schon immer Indien erwähnt worden. Ja, ich glaube, es wird ja sehr umflirtet, dieses Indien. Das weiß Indien auch, aber Indien macht trotzdem nicht das, was der Westen von ihm will. Sondern Indien ist in den Zusammenschlüssen, beispielsweise einem Sicherheitsdialog, dem sogenannten Quad, wirkt es mit. Es wirkt mit in einem Zusammenschluss, das wesentlich von Israel getragen wird und zudem dann auch noch diese Vereinigten Arabischen Emirate und die USA gehören. Und trotzdem lässt es sich nicht verbieten, seine Beziehungen zu Russland, zu China und zu Iran weiter zu unterhalten. Und das, denke ich, ist ein Selbstbewusstsein, das auch durch diesen Aufstieg Chinas ermöglicht wird. Und wenn man dann von amerikanischer Seite sagt, das würde eine Unordnung für die Welt bringen, dann würde ich sagen, nein, wir sollten es darauf ankommen lassen, zu zeigen, dass auch die Völker des globalen Südens ihren Platz bekommen, den sie haben müssten. Denn so. Danke schön, Karin. Eigentlich hatten wir hier zwei Runden geplant, dass ihr noch gut locker miteinander ins Gespräch kommt und so. Und das Ganze wollten wir noch ein bisschen früher aufhören lassen. Und jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir werden keine zweite Runde mehr rumkriegen, wenn ich das sehe. Ich würde jetzt, also nur mal kurz als Zwischenbemerkung, es gibt nachher noch eine Diskussionsmöglichkeit, wo ihr euch auch beteiligen könnt und wo ihr euch dann auch einbringen müsst. Bitte nochmal ab 14.45 Uhr. Aber jetzt kommt noch Lühr, der dankenswerterweise, danke erstmal Karin, entschuldige, ich bin ein bisschen sehr unhöflich jetzt. Und Lühr Henken, die meisten werden ihn kennen, er ist ein Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlags und er ist jetzt hier sozusagen in die Bresche gesprungen, das machen ja immer dann die Organisatoren, wenn irgendwas schiefläuft, machen sie es selber. Und also Lühr wird jetzt versuchen, den Part von Joachim Wernicke, ich habe ihm gerade schon gesagt, bitte kürze und mach es ganz kurz und jetzt sage ich es nochmal ganz laut. Und Lühr wird jetzt noch etwas zu den Dark Eagle und der Gefahr des zweiten Pershing 2 darlegen. Ja, danke. Déjà-vu. Danke. Ja, gestern Nachmittag um 17 Uhr war mir nicht klar, dass ich bis 17 Uhr war mir nicht klar, dass ich heute hier auf der Bühne stehen würde, weil die Ursache ist, dass der Jürgen nicht da ist und dass der Joachim Wernicke auch krank ist. Also nicht der Jürgen ist krank, aber der Joachim Wernicke ist krank. Und dann war in der Sitzung des Bundesausschusses fiel dann der Satz, dann mach du es doch. Und damit war ich gemeint. So. Überschrift ist Dark Eagle, ein Déjà-vu mit Pershing 2. Ihr wisst, kennt die Überschrift. Manche haben das, was ich geschrieben habe, auf verschiedenen Ebenen auch schon gelesen, sind also vorgewarnt, was jetzt kommt. Der Joachim Wernicke hat mir seinen Text gegeben, sodass ich also nicht meinen eigenen vortrage, sondern das, was er aufgeschrieben hat. Den kürze ich aber, sodass wir dann noch durchkommen. Und ich ergänze das auch durch etwas Eigenes, was ich finde, was in seinem Text fehlt und dadurch das Ganze auch in einen geopolitischen Rahmen stellt, der dann sehr deutlich für uns alle wird. Also, erste Überschrift, Sieg im Atomkrieg. Im Rahmen einer NATO-Nachrüstung stationierten die USA ab 1984 in Westdeutschland und nur dort neuartige zielgelenkte atomare Mittelstreckenraketen Pershing 2, begründet als Gegenmaßnahme gegen sowjetische Mittelstreckenraketen SS-20. Die rund 8 Tonnen schweren zweistufigen Raketen Pershing 2 unterstanden dem US-Heer. Offiziell sollten 108 Stück stationiert werden. 276 Raketen hatte der Herstellerkonzern Martin Marietta produziert. Durch die Trefferpräzision waren Pershing 2 erstmals in der Lage, tief unterirdische Kommandobunker zu treffen und zu zerstören. Die offizielle Schussweite betrug 1800 Kilometer
also bis Moskau reichend, wo die sowjetische Führung konzentriert war. Damit wurde für die USA die Möglichkeit technisch greifbar, von Westeuropa aus einen Enthauptungsschlag gegen die sowjetische Regierung zu führen und so den Atomkrieg gewinnen. Umgekehrt war der Sowjetunion dies gegen die US-Regierung gerichtet technisch nicht möglich. Nächste Zwischenüberschrift: Use them or lose them. Was an Pershing II auffiel, war die offen ungestützte Aufstellungsart in westdeutschen Wäldern. Für die sowjetische Seite waren die Raketen höchstrangige Ziele. Im Angriffsfall wären sie also in den ersten Minuten zerstört, untauglich für eine Reaktion auf einen Angriff, geeignet nur für einen Erstschlag. Use them or lose them. 1985 erschienen sowjetische atomare Kurzstreckenraketen SS-23 in der damaligen DDR und Tschechoslowakei. Ihre Aufgabe war offensichtlich, in einer Krise rechtzeitig die amerikanischen Militärstellungen in Westdeutschland zu zerstören. USA und die Sowjetunion standen also in einem Raketenduell mit dem Anreiz, wer zuerst schießt, hat gewonnen. Mitteleuropa wäre dadurch zum entvölkerten radioaktiven Dschungel geworden. Dabei fatal mitgeholfen hätten die rund 5000 Atomsprengköpfe, die die USA für diesen Kriegsfall in Westdeutschland lagerten, propagiert als Verteidigung. 1987 beendeten der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow und der US-Präsident Reagan ihr höchst fehlerriskantes europäisches Raketenduell mit dem INF-Vertrag, dem beiderseitigen Verbot landgestützter Mittelstreckenraketen. Europa war wieder sicher. Nächste Überschrift: INF-Kündigung. 2019 kündigte US-Präsident Trump diesen Vertrag. Die gegenseitigen amerikanisch-russischen Vorwürfe über INF-Vertragsverletzungen blieben ungeklärt. Verhandlungen, den Vertrag zu retten, gab es nicht. Obwohl es um die Sicherheit Europas ging, schwiegen die europäischen NATO-Regierungen. Vom INF-Vertrag befreit, bestellte die US-Regierung beim einstigen Pershing II-Hersteller, heute Lockheed Martin, Hyperschall-Mittelstreckenraketen, abgekürzt LRHW für Long Range Hypersonic Weapon, alias Dark Eagle. Direkter Nachfolger der Pershing II-Raketen, aber nicht atomar bestückt. Treffgenauigkeit wenige Meter, jeder Schuss ein Volltreffer, egal welche Schussweite. Hyperschall bedeutet den Flug mindestens fünfmal so schnell wie der Schall, und zwar in geringer Flughöhe, am Rand der Atmosphäre, also erst spät vom Radar entdeckbar und auf schlingernden Flugkursen, sodass der Gegner die Raketen nicht abwehren kann. Mit 2700 Kilometer Reichweite können Dark Eagle von Westeuropa aus Moskau erreichen, Flugzeit unter 12 Minuten. Bereits 2021 stationierte das US-Heer Dark Eagle-Bedienpersonal in Deutschland. Eine reaktivierte Pershing II-Einheit mit den Zielplanern kam nach Wiesbaden. Die Raketenkanoniere zogen nach Grafenwöhr in Nordbayern. Brauchten die USA dafür eine Genehmigung der deutschen Regierung? Auf diese Frage der Fraktion der Linken im Bundestag antwortete die Bundesregierung im Juni 2022 mit Nein. Nämlich mit dem Verweis auf einen als Vertrag verkleideten Befehl der Besatzungsmächte Westdeutschlands aus dem Jahr 1954. Wie kann so etwas für das souveräne, vereinte Deutschland gelten? Die Einsatzbereitschaft der ersten Dark Eagle Feuereinheit, eine Fahrzeuggruppe mit 8 Raketen, ist ab 2023 geplant. Wo dies geschehen soll,
Grafen Wöhr ist geheim. Das US-Heer schuf sogar eine neue Truppenstruktur für ihre moderne Fernartillerie unter dem Begriff MDTF, Multi-Domain Task Force. Davon gibt es bisher eine in den USA, eine zweite in Wiesbaden am europäischen Hauptquartier des US-Heeres. Der moderne Artilleriesoldat zieht nicht mehr Kanonen durch den Schlamm, sondern er bearbeitet am Bildschirm Zieldaten, die ihm von Aufklärungssensoren am Boden, in der Luft und im Weltraum zufließen. Die Zielkoordinaten programmiert er in die Fernwaffen ein. Neue Überschrift, erneut Enthauptungsschlag. Zur US-Aufrüstung mit Dark Eagle erklärte die russische Regierung 2020, sie wolle keine landgestützten Mittelraketen beschaffen. USA und NATO seien aufgefordert, sich diesem Moratorium anzuschließen, aber die westliche Antwort war ablehnend. Hinter der Moskauer Initiative dürfte die erneute Furcht vor einem US-Enthauptungsschlag stehen. Der Mord an missliebigen ausländischen Amtsträgern, meist per Drohnenbombardierung, ist für die US-Regierung kein Tabu. Warum schweigen die europäischen NATO-Regierungen zu solchen Verbrechen ihres großen Verbündeten? Die Wirkung eines Dark-Eagle-Treffers entspricht etwa einer 500 Kilogramm Flugzeugbombe. Ein Wohnhaus wird zu einem Krater. Benachbarte Gebäude erleiden schwere Schäden. Im weiteren Umkreis zersplittern Fensterscheiben. Eine Raketensalve zwecks Regierungswechsels in Moskau würde binnen Minuten die ausspionierten Aufenthaltsgebäude der Führungspersonen zerstören, mit geringen Begleitschäden in der Umgebung. Nicht betroffen wäre die russische Militärführung in unterirdischen Kommandobunkern. Aber würden die Generäle, egal was ihre Befehle sind, nach einem solchen nicht-atomaren Mordanschlag gegen ihre Regierung einen atomaren Gegenschlag gegen die USA auslösen? Sie wissen, wenig später käme der atomare Gegenschlag aus den USA. Ihre Heimat Russland würde verwüstet und das Leben ihrer Familien beendet, gar nicht zu reden von weltweiten Schäden wie dem nuklearen Winter als eisigem Endpunkt der menschlichen Zivilisation. Könnten also die USA durch einen Enthauptungsschlag mit konventionellen Präzisionsraketen straflos die russische Führung beseitigen und durch eigene Gefolgsleute ersetzen, etwa um in Sibirien Raketen gegen China aufzustellen? Würde Moskau dies untätig abwarten? Erhielte Russland mit der ersten Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Europa wegen deren minutenkurzer Flugzeit das Recht auf Selbstverteidigung durch einen Präventivangriff? Wäre Russland dann im Recht, mit Luftangriffen die US-Militärpräsenz in Europa lahmzulegen? Deren Masse befindet sich in Deutschland. Einige Dutzend Ziele. Auch nutzt das US-Militär kritische deutsche Infrastruktur, die ebenfalls zum Ziel würde, seien es Stromnetzverteiler oder Straßen- und Eisenbahnbrücken über Weser, Elbe und Oder. 2021 sah die Situation also nach einer sich 2023 zuspitzenden Dark Eagle-Dramatik aus, dann mit akuter Gefährdung Deutschlands. Nächste Überschrift, Dark Eagle gestrauchelt? Fragezeichen. Doch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 brachten US-Medien die Nachricht, Dark Eagle habe technische Entwicklungsprobleme, zusätzliche Flugtests seien erforderlich. Auch kritisiere der US-Kongress Dark Eagle als mit über 100 Millionen Dollar pro Rakete zu teuer. Bis 2027 seien nur 3 Feuerbatterien zu je 8 Raketen geplant. Insgesamt also ein Zehntel
der einstmals bei Pershing II vorhandenen Raketenzahl weit entfernt von der sicheren Fähigkeit zu einem Enthauptungsschlag gegen die Moskauer Führung. Beim US-Heer werde das System Dark Eagle mit seinen mehreren Schwerlastfahrzeugen inzwischen als zu unbeweglich bemängelt. Auch Konkurrenz sei bereits zu sehen. Die Rüstungsbehörde DARPA entwickle zusammen mit dem US-Heer die Mittelstreckenrakete OPFIRES, eine Abkürzung für Operational Fires. Leichter als Dark Eagle, Reichweite 1600 Kilometer, mit technischen Eleganzen. Die zweite Antriebsstufe mehrfach an- und abschaltbar. Je drei Raketen mit Standardlastwagen untergebracht, auf Standardwagen, Lastwagen untergebracht, das System also hochbeweglich, sofort nach dem Schuss die Position gewechselt, um nicht selbst Ziel zu werden. Abschluss der Entwicklung von OPFIRES 2023. Hersteller Lockheed Martin, also alles ähnlich wie bei Dark Eagle, aber sind diese Informationen die ganze Wahrheit? Das Problem ist für Russland nicht vom Tisch und damit auch nicht für Deutschland. Mittelstreckenwaffen des US-Heeres in Europa, ob Dark Eagle, OPFIRES oder andere, würden unter dem Kommando der MDTF in Wiesbaden stehen. Auch wenn die Flugkörper selbst andernorts stationiert sind. Auch der Star des Ukraine-Kriegs, Star in Anführungsstrichen, der US-Raketenwerfer HIMARS, der kleine Bruder von OPFIRES, ist im Repertoire der MDTF. Deshalb zwei dringende Maßnahmen. Die MDTF raus aus Deutschland und niemals Mittelstreckenwaffen auf deutschem Boden. Bist du jetzt fertig? Der Text geht noch weiter, den lasse ich aber weg. Ihr könnt das aber alles nachlesen, weil ich habe zwei dicke Pakete Papier mitgebracht aus Berlin. Ihr könnt alles, legt das da vorne nachher aus, alles mitnehmen. Es gibt auch noch eine weitere Ergänzung, die der Herr Wernicke geschrieben hat. Ich möchte noch zwei kleine Sachen ergänzen, die meines Erachtens das Ganze abrunden. Also einmal... Der russischen Führung ist diese Bedrohung natürlich klar durch die US-Hyperschallraketen. Der Präsident Putin hat das in einer Rede an die Nation am 21. Februar 2022 sehr prominent erwähnt, als er sich mit den Gefahren auseinandersetzte, die aus einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine erwachsen. Er sprach die Stationierung bodengebundener Angriffswaffen der USA in der Ukraine an, wie sie nach der Zerstörung des INF-Vertrags 2019 durch Trump ermöglicht wird. Ich zitiere Putin aus dieser Rede vom 21.02.2022. Zitat: Die Flugzeit von Marschflugkörpern Tomahawk nach Moskau beträgt weniger als 35 Minuten, für ballistische Raketen aus dem Raum Charkow 7 bis 8 Minuten und für die Hyperschallschlagmittel 4 bis 5 Minuten. Das bezeichnet man als das Messer am Hals. Zitat Ende. Putin fürchtet einen Enthauptungsschlag. Und für mich ist dies ein wichtiger Grund, weshalb Russland vehement gegen die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ist und diesen fürchterlichen Krieg führt. Denn bei einer Flugzeit von 5 Minuten bleibt keine Möglichkeit, militärisch auf den Überraschungsangriff zu reagieren, nicht einmal um einen Gegenschlag zu starten. Die 5 Minuten werden allein für die Verifikation benötigt. Je weiter von Moskau entfernt Dark Eagle stationiert werden, desto eher besteht eine Reaktionsmöglichkeit. So, was wird Putin unternehmen, wenn Dark Eagle in Deutschland stationiert werden, nachdem Scholz dazu grünes Licht gegeben hat? Die Frage ist, sind Wiesbaden, Grafenwöhr, Stuttgart als EUCOM und AFRICOM-Zentrale im Visier russischer Atomwaffen oder Hyperschallwaffen oder sind es die Kabelverbindungen zwischen den US-Kommandozentralen? Denn ein russischer Präventivschlag wäre völkerrechtlich legitim. Wir wissen es nicht, aber die Fragen sind alarmierend genug.
Es gibt noch einen zweiten und einen dritten Punkt, ganz kurz. Der zweite Punkt ist, es gibt ja eine gemeinsame Erklärung von Xi Jinping und Putin am 4. Februar in Peking, am ersten Tag der Olympischen Winterspiele. Und dieser Freundschaftsvertrag beinhaltet auch genau diese Frage dieser Enthauptungsschläge. Beide sprechen sich dagegen aus. Sie wollen nicht, dass beide in diesen Kreis hineinkommen. Also das bezieht sich nicht auf Russland allein, sondern in Peking ist genau dieselbe Befürchtung, dass man mit diesen Hyperschallwaffen die Pekinger Führung ausschalten möchte. Das findet sich in diesem Schreiben vom 4.2. Und ein letzter Punkt, den ich gestern auf RT gefunden habe, nämlich eine Stellungnahme von Putin während einer Pressekonferenz auf dem Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion, da wo er sich über Atomwaffen geäußert hat. Ich zitiere daraus, der Putin sagt, ich versichere Ihnen, sobald unser Warnsystem ein Signal über einen Raketenangriff bekommt, lassen wir hunderte Raketen in den Himmel steigen, stoppen kann man sie nicht. Putin betonte, dass dies allerdings nur das Szenario eines Gegenschlags sei. In diesem Fall würden zwar gegnerische Sprengköpfe Russland unabwendbar treffen, dann würde aber auch vom Gegner nichts bleiben, da schlichtweg unmöglich sei, hunderte Raketen abzufangen. Dies sei ein ernsthafter Abschreckungsfaktor. Gleichzeitig verwies der Präsident auf zwei grundsätzliche Unterschiede zwischen der russischen und der US-amerikanischen Militärdoktrin. Wieder ein wörtliches Zitat von Putin. Die USA haben zum Ersten die Theorie eines Präventivschlags. Zum Zweiten erarbeiten sie das System eines entwaffnenden Schlags. Was ist das? Es handelt sich um einen Schlag mit modernen, hochtechnologischen Mitteln, der gegen Kommandopunkte ausgeführt wird und den Gegner um seine Kommandosysteme und Ähnliches bringen soll. Zitat Ende. Angesichts dieser grundlegenden Verschiedenheit forderte Putin, dass Russland sich Gedanken über jene Gefahren machen sollte, die durch solche Militärkonzepte anderer Länder entstünden. Zitat weiter Putin, vielleicht sollten wir darüber nachdenken, die Leitlinien unserer US-Partner, ihre Ideen für die Gewährleistung der eigenen Sicherheit zu übernehmen. Das heißt also, die Überlegung wird angestellt, selbst Präventivkriege zu führen. Da schließt sich für mich der Kreis zu dem, was ich dargestellt habe. Das heißt, wenn Hyperschallraketen nach Europa kommen, von Wiesbaden aus kommandiert werden, wird in Russland real darüber nachgedacht, tatsächlich eine Präventivkriegführung in Gang zu setzen. Das gebe ich euch mal jetzt mit. Das ist ein super, super Spruch, um uns in eine Pause zu schicken. Ganz spitzenmäßig. Ja. Ja, mehr, ja. Ich hatte gerade noch mit diesen, eigentlich sollte ja jetzt diskutiert werden hier, aber wir sind schon am Ende des ersten Podiumsblocks und ich habe mit den Podiumsteilnehmerinnen das so jetzt besprochen, dass nach einer Viertelstunde hier im Saal für all diejenigen, die nicht an den zeitgleich stattfindenden Workshops teilnehmen wollen, hier dann ihre Fragen und Diskussionsbeiträge geben können und auch die Diskutanten hier auf dem Podium dann noch etwas zu sich sagen können. Ich danke erstmal allen für ihre ausführlichen und bis zum letzten eigentlich eher ermunternden Informationen. Mit dem Rest muss ich erst noch ein bisschen umgehen.